nichts, was man in Panik machen sollte. Eine ja, fehlt, das stimmt, das stimmt. Wir haben unten. Nee, wir haben, glaube ich, alle Batterien verbunden. So, falls ich nur diese aufnehme, hallo, wir haben schon 5 Minuten kurz gespielt. Ich habe ein bisschen Audioprobleme, aber wir sind gerade eigentlich nur dabei, gerade anzufangen, diese Falle da hinten auch fertig zu machen. Und Flocke kümmert sich gerade um Essen und andere wichtige Dinge. Ja. Nicht erschrecken und auch das sowas. Nicht erschrecken, ja. Hi, hi. Ah, verdammt. Oh, das ist ein bisschen tief, um da runter zu hüpfen. Ich hab's gerade ausprobiert, das mach's lieber nicht. Sind die Gegner? So, wundert mich das jetzt nicht? Ja, du kennst mich inzwischen auch schon. Ja. Das ist das Ding. Viel geändert hat sich nicht. Okay, danke fürs Bescheid sagen. Dann erfordert das wahrscheinlich einen kompletten Neustart. Ich hoffe, das ist natürlich, Audio ist eigentlich mit das Wichtigste auf Twitch. Es tut mir sehr leid, dass es heute so ist. Haben wir keinen Draht mehr? Ah, doch, da. Draht ist wichtig, wenn man Dinge mit Strom macht. Bei uns ist sie gut zu hören. Ja, also bei mir im Stream bist du super zu hören, das ist es halt. Okay, das ist echt... Das ist schon mal gut, dass ich bei euch gut zu hören bin. Aber ich habe ja jetzt auch den Fehler bei mir gefunden, mit der Tonspur und dem Verstärker. Ich habe jetzt trotzdem eine andere Tonspur als bei TeamSpeak, aber die hat jetzt den Verstärker drauf, wie bei TeamSpeak nämlich auch. Und das hatte ich ja vergessen. Und jetzt läuft das nämlich alles. So. Das ist fertig. Das eine Ding ist fertig. Ein Pferdstellungssound. Wow, was brauchen wir denn noch? Noch mehr Knochen, oder? Ja. Okay, richtig. Dann, Das klingt ein bisschen danach. Haben wir noch Knochen, oder? Ich guck mal ganz kurz, ob wir vielleicht in den Regalen noch welche nehmen haben. Ich weiß nicht. Nee, wir haben ein Knochenlager. Also wir haben diese Schädel, die brauchen wir ja wahrscheinlich auch noch. Das bedeutet, wir werden uns Knochen jagen gehen. Ja. Ja. Let's go. Dieses Lachen. Aus meiner Suppe. Ja. Suppe. Igitt, da schwimmt ein Finger drin. Ich kann das alles nicht mehr mit dir. Ich würde doch gerne noch den zweiten Schluck nehmen, wenn du willst. Weißt du noch, wie im letzten Stream ich so, oh ja, Suppe, das ist super. Und dann du so, weißt du, was das eigentlich war? Ich sag's dir deswegen auch nicht mehr, was ich da reingetan habe. Aber du hast den Finger schon entdeckt, was soll ich sagen? Reden wir nicht drüber. Ja, wir reden jetzt wirklich nicht drüber. So, dann ich noch Wasser so machen. Jetzt schon wieder dunkel? 11 Uhr, nee. Nee, 11. Komm. Wo sollen wir rausgehen? Hier, oder? Da kommen die doch immer. Ja. Okay. Die Ballen jagen. Juhu. Irgendwie erinnert mich das an die Zwerge, die Allball. Okay. Weißt du, wenn ich diese Pose baue, dann sind die ganze Zeit irgendwelche da. Aber jetzt, wenn man sie sucht, natürlich nicht. Die sind da unten am Fluss und warten. Vor allem, wir müssen die ja hochtragen. Unten am Fluss. Die sollen eigentlich nicht so weit weg sein. Was soll das? Müssen wir nicht hochtragen. Ach so, du meinst vor Ort und Stelle. So. Vor Ort und Stelle. An Ort und Stelle. Du weißt, was ich meine. Das klingt so sachlich schlimm bei dir. Ja. Lass nicht drüber reden, wie ich den Stream genannt habe. Ja, ich habe schon irgendwas gesehen mit Madness. Oder was war das nochmal? Ja, Madness in me. Aha. Da unten ist jemand. Aber das ist jemand Doofes. Flocky, da ist jemand Doofes. Das ist nicht gut. Da unten.
Nee, mag ich nicht. Komm, wir suchen uns jemand anderes aus. Das Problem ist eigentlich eher, dass ich glaube, wir können ihn nicht verbrennen. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es mal probieren. Wirklich? Klar. Ist das jetzt die, die gegen mit dem Kreuz irgendwie hilft oder nicht? Nee. Nicht. Alles gut? Ja, da kommen noch mehr. Ey, Da nicht ist wegschwimmen. Hast du gut gemacht. Die waren beide blöd zu mir. Flocky, die waren beide blöd. Das ist vor allen Dingen. Das war eine fiese Falle. Muss ich aber Ja. ganz, ganz, ganz klar sagen. Ja. Mich ablenken im Wasser, um dich dann Ja. alleine zu erwischen. So, warte mal, wir machen das Feuer vielleicht nicht direkt am Wasser. Da. So, dann schleppst du die ein. Ich muss die mal gucken, dass ich die aus dem Fluss wieder rauskriege, weil ich fürchte, sie ist weggeschwommen. Weggespült worden. Die sind beide schon weg, oder? Nee, Nee, ich die hab hast du. das, das Achso, du hat hast das ein hier eigenes Feuer gemacht. durchgeschleudert. Ja, ich habe mein eigenes Feuer Achso. gemacht. Das war jetzt nicht geplant, aber. Ah, Scheiße, wir haben verloren. Was? Unterschiedliche Blutsorten, Galle und haben die als Farbe genutzt. Die haben einen ganzen Turm aus Knochen ihrer Gegner gebaut. Ah! Wild. Wer hat einen ganzen Turm voller Knochengegner? Albei. Zwerge, ich weiß nicht. Oh, Knochen. Ach, bei diesem Buch. Nee, Oder was? ich weiß es nicht, was Para genau meint, aber. Geh jetzt mal von Und da aus. unten sind auch immer irgendwelche an diesem Poster Diese unten. Hasen die ganze Zeit hier rumflitzen. Ich meine, es ist auch kein Wunder, wenn wir aus den Knochen von denen was machen, das irgendwie mit komischem Zeug bepritzeln lassen und dann, dass sie dann alle ankommen. Ja, Die okay. Leiche. Ich habe die Leiche wieder gefunden. Die treibt Wo? da so vor sich hin. Nein, jetzt ist sie weiter. Das ist ein Verdammt, ich muss Symbol. mal die Seilbahn nutzen. Die schwimmt mir davon, ja. Das ist ein Symbol. Wir werden, das ist uns der Weg, der uns gewiesen wird. Wir gehen in die richtige Richtung. Vor allen Dingen, wie kriege ich die da jetzt raus? Doch da. Ich glaube, da ist sie, steckt sie fest. Ja, wunderbar. Ha! Machst du Feuer? Bin gerade dabei. Sehr gut. Wie sehr kann man sich über eine Leiche freuen? Ja. Ist mir gerade so aufgefallen, meine Tonlage im Nachhinein. Das ist eine Leiche. Nein, da ist die Leiche. Das ist eine Buchserie. Ich habe die als Hörspiel. Ah, okay. Ja, genau. Das ist ja die Zwerge und die Orks gibt's doch da auch irgendwie, oder? Ja, meine ich auch. Ach, die sind das, ja. Aber ich habe das auch nicht. Aber es soll wohl auch Ich nicht habe es auch schlecht nicht sein. gelesen. Mein Also. Vater hat die komplett Ah. verschlungen. Also gelesen halt. Deswegen weiß ich das. Ich hatte ihm dann noch ein paar Teile zu geschenkt mal. So. Wir Ja. brauchen. Wo Ich sind denn die glaube aber, heute? wir könnten. Hm? Wir können uns zu den Camps, was wir aber sonst auch erstmal machen, vielleicht die Knochen wegbringen. Du meinst wieder Springen die nicht zurück? dahin? Home? Ja. Schon mal aufbauen. Okay. Nicht, dass wir sonst mehr Knochen Ja. produzieren, als wir tragen können. Ja, stimmt, du hast recht. Die Orks sind separat, ja. Aber das ist, glaube ich, der gleiche Autor, ne? Ich meine auch. Ui, boah, au. Hi Baum. Das ist schon ein bisschen weit. Oh, halt! Hä? Hä, wieso? Was ist denn das für eine komische Richtung? Ich check's grad nicht mehr. Wo ist die andere? Nein, nein, Muss nein. aber. Nein, das ist Hast du die der, das ist kaputt das zum gemacht? Bunker. Nein, das ist die Seilbahn zum Bunker.
Wir sind irgendwie gerade hier merkwürdig. Warte mal. Wo ist denn die? Hast du die aus Versehen weggemacht? Weil nee. Du kannst ja auch ganz leicht. Ne, eigentlich nicht, ne? Nee. Hast du die aus Versehen weggemacht? Ich wüsste. Oder ist da ein Baum gewachsen, der das Ding zerdeppert hat? Aber das glaube ich nicht. Die Line ist hier immer noch aktiv. Oder ist wirklich der Baum das Problem? Warte, ich. Nee, das war jetzt gerade, waren wir nur einfach falsch. Wir hätten, glaube ich, noch rüber gemusst. Meine ich. Okay, warte mal. Ups. Aber es ist irgendwie ganz mehr. Ich muss das jetzt mal testen. Markus Hates, ja. Baum, das ist der Baum. Ich mach den mal weg. Okay. Bring mal Knochen weg. Oh, die Zwerge und die Albaie sind miteinander verschlungen. Ah. Dann musst du den Baumstumpf davon auch zerstören, ne? Ja, hab ich. Okay, super. Jetzt funktioniert's wieder. Sehr gut. Heute wird gerumbelt. Okay. Ich habe nicht mehr genug Knochen. Ich komme doch. Ich kann schon mal Rüstung da reinlegen. Ich kann das eine Ding schon mal laden. Oh mein Gott, jetzt geht's richtig los. Ah, jetzt. Also. Hm? Kannst du mir noch mal ganz kurz erklären, was hier was ist? Also das hängt zusammen, ne? Das sind zwei verschiedene Teile. Das eine ist für die Rüstung und das andere ist, dass du Waffen und sowas verbessern kannst. Und Werkzeuge. Ah, okay. Das, was wir jetzt noch bauen, ist für Werkzeuge. Das ist noch nicht fertig. Wir brauchen zwei Skulls, sonst können wir mit den Stöcken nicht weitermachen. Irgendwie haben die das so zwischendrin gemacht. Nehme ich mit. Nimmst du mit, super. Ja. Kommst du jetzt da raus? Ich weiß es nicht. Das ist auch die Frage, das ist ja sehr, sehr frei interpretierbar, was du da gerade singst, ne? Ist wahrscheinlich ein Hilferufen versteckter. Babys. Okay. Den Finger hat es gerade schon in der Falle zerschlagen, das ist gut. Okay, sehr gut. Lol. Die Sperrfalle löst zwar aus, wenn das Baby vorbeiläuft, aber das ist ja zu klein. Aber das hat es gerade erwischt. Voll in die Falle gelaufen. Junge. Das ist schon ziemlich gut, was wir da gebaut haben. Das ist verdammt gut. Okay, nice. Jetzt glaube ich, ist alles tot. Wir müssten die Fallen nur dann gleich... Ja, ich mach's mal. Da sollte ich schon gucken, wo man hinläuft. Wie gut, dass da Wasser war. Die Hauptcast beider Serien kommen auch in der anderen Serie vor und interagieren auch miteinander. Ah. Ja, das ist doch cool sowas. So. Okay, ich hab die wieder, die... Mann hier. Beide fallen wieder und dann musst du mal gucken, ob da Speere rumliegen, ob du da vielleicht noch wieder reinstecken kannst. Dann sind die auch soweit. Jo. Nice. Ah, hier. 10 Rüstungsteile. Okay, Rüstung liegt drinne. Spring, Mario! Okay. 11 von denen Zeug brauchen wir da. Okay. Hier sind die zwei. Hast du noch Knochen? Ja, ich komm. Weil ich habe jetzt zwar noch einen Schädel, aber es müssen erst noch mehr Knochen hingebaut werden. Das richtig. Man sieht auch genau, gemacht. Warum, so wie die Konstruktion aussieht. Du musst erst die Knochen dahin bauen. Warte, ich bin auf dem Weg. Ja. Ah, I see.
Wow, einer ein fehlt. Knall. Nein! Ja, nun. Gut. Aber guck, die Rüstung liegt da schon drinne. Hm? 12 von diesem Dings. Das ist schon echt viel Material, was man da reinsteckt. Aber für jedes Rüstungsteil hat eine, ne? Und dann könnten wir uns überlegen, zum Beispiel das Katana zu verbessern. Ja. Oder die Axt. Ja. Ne? Was wir halt häufig nutzen. Ja. Liegt hier noch irgendeine Knochen zufällig rum? No. Aber da müssten ja jetzt vor der Tür... Aber ich weiß nicht, ob man Stimmt. da Knochen nee. Kriegt, ne? Da kriegt man keine. Nee, das... Das eine eh ist ja ein Finger gewesen, das andere war ein Baby. Die sind, glaube ich, schon alle zerfleddert. Da kriegst du keine raus, nur aus Kannibalen. Gucken wir mal in die Richtung. Mal die Tür zu. You can try. Da, 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 da. Irgendwie könnte man in die Richtung auch noch Seilbahn bauen, ja. oder? Ja, 100% hatte ich sogar, wollte ich dir noch sagen. Weil in diese ja, andere Richtung... wolltest du eh. Nee, weil ich wollte ja zuerst da oben machen, über das Schneegebiet, aber das kannst du vergessen. Deswegen ist das die einzige logische Variante noch. Gut, dass du das auch so siehst. Also ich weiß jetzt gerade nicht wohin, aber hier gibt es bestimmt auch Spots, die interessant sind. Außerdem ja. kann man sich dann schneller fortbewegen. Ja, ja, ja. Viele Bäume hier. Extrem. Also hier wird sich das echt lohnen. Was wird sich lohnen? Hier mal ordentlich zu roden. Ja, stimmt, du hast recht. Oh. Hier ist ein Baby. Baby. Das kommt ja meistens nicht allein. Ja. Oh, das gehört noch zu denen, ah. die schon vor unseren Toren waren. Komm... Hier ist das so unübersichtlich. Die kommen doch zu unseren Aber Toren wirklich? Eigentlich, wenn wir uns da aufhalten. Wir müssen einfach nur ein bisschen... Ja, die brauchen wir nicht. Wir brauchen Kannibalen. Wir könnten natürlich mit dem Gleiter, aber es ist zu weit. Das ist so zu ein weit. Knochen jetzt, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Warum chillt Calvin eigentlich wieder da hinten? Der sollte... Ich verstehe es auch sammeln. Nicht. Ich glaube, da ist noch ein Zelt von uns oder sowas. Deswegen dann sitzt er mal da und... Macht Eier schaukeln. Keine Ausgabe. Das wird immer schlimmer. Das wird so schlimm. Ich kann das nicht mehr verantworten, verstehst du? Hast du nicht? Ja, aber jetzt ist es zu spät, das ist dir klar, ne? Ja, ich weiß. Jesus. Nee, er steht hier. Oh, Junge. Wo sind. Weißt du, wenn ich anfange zu bauen, dann kommen sie. Also kann ich jetzt dann... Ja. ja, dann machen wir das mal hier mit diesem... Mach mal. Und er mit seinem Astronautenanzug, ey. Sieht so falsch aus hier. Oder erkennt man ihn wenigstens, wenn es sich gerade schneit. Was brauche ich hierfür eigentlich noch? Holz. Holz hier, Holz hier, Holz. Und noch mehr Stöcker für den Hasenstall. Ich höre schon wieder irgendwas. Bin's nicht. Ich bin bei uns im Lager. Ja, ich hab's dir gesagt, wenn ich anfange hier irgendwas hinzubauen, dann kommen die. Ja, sag Bescheid, ne? Ja, ich sag Bescheid. Du lässt mich dann schreien. Ich würde dich dann eh schreien, also. Ja, ja, genau, so ist es. Das ist das Bescheid sagen. Ich mag diesen Kontrast so ein bisschen zwischen dem blutrünstigen Monster und, ach ja, wir pflanzen mal ein paar Plänzchen an. Wir machen Dinge schick. Ich sag dazu nichts mehr.
Hier draußen waren noch mehr Steine. So. Und die Kälbchen vielleicht auch rauslassen, damit der Stecker sammeln kann, ne? Rauslassen, wie das klingt, als ob er im Käfig gehalten wird. Bisschen schon, oder? Also es klingt nicht nur so, es ist, glaube ich, auch einfach so. Es ist, ja, ja. Okay. Bin mir nur nicht sicher. Also hier auf der Seite scheint das ja schon ganz gut zu sein mit den Fallen. Mhm. Die eine Mauer könnte man hier noch ein bisschen mehr anspitzen. Auf der anderen Seite hatten wir, glaube ich, irgendwie mehr Probleme, ne? Komischerweise. Aber hier haben wir auch... Hier ist es auch übersichtlich, habe ich das Gefühl. So, Calvin. So langsam kriegen wir Probleme miteinander. Wenn ich zurückkomme, dann ist er wahrscheinlich nicht mehr da. So sieht's aus. Spieße. Oh. Noch Steine zum Befestigen? Nee. Ja, wenn er einmal da oben ist, weil wir geschlafen haben, haben wir irgendwie ein Problem mit ihm, habe ich das Gefühl. Der kommt da alleine nicht mehr gut runter. Oh, okay. Das ist das Problem an unserem... Okay. Mhm. Wir müssen hier überall raufklettern, den, glaube ich. Er kann das nicht. Wie, er kann das nicht? Anscheinend nicht. Du meinst, wo bin ich? Bist du in unserem Haus? Achso, du redest mit ihm. Du sollst Stöcker holen, ja. Mit dir schimpfe ich nicht so wie mit ihm. Ja gut. Definitiv nicht. So. Also bis jetzt. Aber ich muss jetzt ist eh gleich Abend und dann werden die kommen und dann können wir ein paar Knochen holen. Brauchen wahrscheinlich eh ein paar, oder? Mm. Was meinst du? Ein. außer den dummen einen. Ja. Ich jag die jetzt nicht. Die kommen schon zu uns. Ja, das denke ich auch. Ich baue einen Hasenstall. Warum? Damit du dich wieder wie ein ganz normaler Mensch fühlst. Anscheinend, ja. Hm? Als ob, ne? Wer glaubt denn das noch? Ja, ja, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, jetzt mal zurück. Ist Calvin noch am Leben? Das ist jetzt die große Frage, wenn man hier zurückfliegt. Ja, weil er sich bei uns in der Hütte versteckt. Ach so, na dann. Er will da nicht raus. Ja gut, vielleicht hat er auch, möchte er das auch alles nicht mehr. Ich meine, wir könnten natürlich das eine Ding zumindest schon mal aktivieren. Ich muss mal gucken, ob wir genug Zeug dafür da haben. Bevor du irgendwas aktivierst, sag mir Bescheid, ne? Ich will auch dabei ja, sein. Ja, ich schmeiß da erstmal die Sachen rein. Es ist 17.31 Uhr. Ja. Ich muss eh wieder nach oben, um einen Baumstamm runterzuholen, weil wir hier unten keine mehr haben. Super ätzend. Nee, er steht da schon wieder wie doof. Und gleich, wenn wir schlafen gehen, sitzt er dann da wieder wie doof. Ach, Junge. Wieso kommen die nicht endlich? Das gibt's doch nicht.
So. Es ist voll, es muss nur noch aktiviert werden. Der Schädel leuchtet sogar schon. Weil der sagt, es kann losgehen. Wahnsinn. Okay. Aber erst das da hinten, oder? Also wir machen beides erstmal da hinten. Wir machen das schon noch fertig. Wollen wir? Ja, jetzt warte. Ich meine halt diesen Knochen und dieses Skull da hinten. Ja. 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 Machen wir schon noch fertig. Wie, was, ach, wovon... Ich will es anmachen. Ja, aber jetzt warte mal, ist das Ding, das alle herlockt oder noch nicht? Das tun beide. Ja, aber lass doch erstmal alles... Wenn du es aktivierst... Es fehlt nur noch ein Knochen, come on. Die Geduld müssen wir jetzt noch aufbringen, die kommen doch eh gleich. Locky. Ich stelle mich da draußen als Köder hin. Okay? Brauchst du gar nicht, aber ich kann ja mal essen und trinken in der Zeit. Ja, mach das mal. Du ungeduldiges Etwas, ja. Armes Schnöckchen. Dieser Charakter hat keine Geduld, sowas gibt's hier nicht. Jetzt habe ich den Baumstamm nicht mitgenommen. Aber mir fehlt ein bisschen Holz, bevor ich mit den Stöckern weitermachen kann am Hasenstall. Jetzt haben wir hier unten eigentlich keine Baumstämme mehr. Weil er nur noch Stöcke sammelt, weil, wenn er da ist. Weil Kelvin nicht mal das tut. Ist einfach gut. Unnütz. Nun ja, nun. Wollen wir dann schlafen gehen oder willst du warten, bis sie herkommen, damit wir was haben? Was meinst du, was besser ist? Die kommen auch tagsüber, die Kannibalen, so ist es nicht. Also ich glaube, das macht keinen Unterschied. Du musst lieber schlafen. Lieber erholt für den Ansturm. Ja, okay, du hast recht. Aber Erholung ist ja hier immer auch so eine Sache. Man schläft und dann... Deswegen, ja. Dann lass uns es nutzen, wenn wir es können. So voll die Wand gelaufen. Wieso ist es so dunkel hier? Das ist gemütlich. Man nennt das Romantik. Ist das wieder los? Ja, natürlich. Sind jetzt endlich mal Gegner da. Was ist hier gerade los eigentlich? So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Außerdem, ich muss jetzt mal ganz kurz dahin. Ich hab dich auch schon voll drin. Erst noch so, das nennt man Romantik. Und dann sind jetzt hier auch wieder Gegner. Dieser Wechsel. Du bist genauso schön drin mittlerweile. Nein, bin ich überhaupt nicht. So, ich muss mal ganz kurz den Kopfhörer hinlegen. Hatte mich übrigens die Frage so gefreut, wo ich dich im MD in Behandlung hatte. Du bist das. Du bist Alex. So, essen, trinken. Ja, cool. Es tut mir wirklich leid. Ich war die ganze Zeit so, woher kenne ich die? Es war mir wirklich peinlich, dann zu fragen. Aber es ist besser so, als wenn man immer noch nichts weiß. So. Warum redet die so mit mir? Was ist hier los? Überforderung. Ja, ich meine, du hast da ja auch so viele Leute. Du kannst ja, glaube ich, auch nicht alle merken. Und die merken sich dann aber nur dich so. Und dass du die mal in Behandlung hattest vielleicht. Und du sitzt da wahrscheinlich so, hä? Wer bist du? Ich habe aber mittlerweile auch mit so vielen Leuten zu tun. Das ist Wahnsinn. So, was essen wir denn jetzt? Oh, das große Metzeln alles geht. Alles gut mit einem mehr bisschen besser. Gott. Alles klar bei dir? Ja. Ja. Alles klar. Ja? Okay. Wenn die Stimme nicht mehr klein ist, dann keine Chance, dass ich wirklich mehr kann. Ja. Ich habe mir jetzt schon öfter sagen lassen, dass meine Stimme sehr markant ist. Und die Leute mich daran auch wiedererkennen. Ich bin gerade so doof, diesen Fisch zu essen. Zur markanten Stimme sage ich nur, sie gehört mir. Ja nun, das ist nochmal ein anderes Thema. Hatte mich ja auch total umgehauen bei dem Film, weil du vorher diese Einblendung machst. Ich glaube, du bist ein Niemand oder was er da sagt. Ja, stimmt, mit dem, wo sie... Und damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil ich das ja auch nicht wusste. Ja, stimmt, ja? Das wusstest du nicht. Ah, das ist so cool. Kelvin?
Hallo? Du wirst ein Niemand bleiben. Ich war's nicht. Was ist? Was? Gar nichts. Gar nichts. Ja. Bist du nicht da? Nein, er schläft einfach nur neben dem Lagerfeuer hier unten und steht einfach nicht auf. Neben oder im? Boah, allein, dass du es fragst. Aber ich liebe immer die Verwunderung, wenn ich Patienten direkt angehe mit vorne, haben sie XY angegeben. Also, was ist wirklich passiert? Ja. Tatsächlich, ist aber auch so. Man weiß dann aber auch, dass man der Person vertrauen kann, ne? So. Er ist wach und er holt jetzt. Komm, geh raus, Junge, und hol Stöcker. Los. Abmarsch. Ich will bitte ein Video, wie sich das geändert hat, wie wir mit Kelvin umgehen. So ein Zusammenschnitt, ne? Ja. Wobei, ich glaube, ich war noch nie nett zu ihm. Ja, stimmt, okay. Ja, 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 ist ja. Ist ein Punkt, ne? Ist ein Punkt, mhm. Das ist ein Punkt. Du kannst nett sein. Oh! Mhm. Okay. So, ein bisschen gemein jetzt, ne? Ja, komm, das war eine Steilvorlage. Ja, gut. Ist korrekt. Ich von den Bretter schlagen. Ey, dieses Stockproblem, ne? Das macht mich fertig. Dieses eine Knochenproblem macht mich auch fertig. Das kommt noch hinzu, ja. Scheiße, es ist nur ein halbes Holz. Also zu Alex war er bisher nett. Aber er ist auch. Also er ist auch netter als Loki war. Wobei Loki auch nett war. Zu den richtigen Leuten. Loki, ne? War auch nett zu den richtigen Leuten. Ja. Kam nur darauf an, wie du zu ihm standst, so. Das stimmt, ja. Deswegen haben die meisten ja auch gedacht, er kann gar nicht böse sein. Wer hat das gedacht? Rino! Also viele... LOL! Rino, ja. LOL! Stimmt. Rino. Du bist cool. Hat dich gerade jetzt selber in die Pfanne gehauen damit. Wer? Ach ja. Der Charakter, den ich gespielt habe. Ups. Ja, aber das auch. Also die Cops auf jeden Fall haben ihn richtig unterschätzt. Die waren so. Ah ja, das ist ja einer von den harmlosen Mayhem so. Ja, aber am Ende doch auch nicht mehr, oder? Ja gut, okay, weiter weiß nicht, aber der sowieso nie. Mhm. Das Ding ist, Loki hat sich kein einziges Mal mit dem Kopf geprügelt. Es kam nie dazu. Das eine Mal, wo er die Chance gehabt hätte, saß er zu dem Zeitpunkt in Handschellen in der Kopfkarre. Und er musste zugucken, wie seine Leute niedergeprügelt wurden, als er in der Karre saß. So ein Ding war das nämlich. Mhm. Und das kam halt so weit, dass die ihn im Prison, normalerweise, wenn du da durch die Gegend geführt wirst, also nicht gerade in der Zelle, hast du immer Handschellen an. Ja. Immer. Er nicht. Das ist halt auch bezeichnend. Das ist so bezeichnend. Die haben ihn sogar in der Med Bay komplett alleine gelassen. Er hatte keine Handschellen an, gar nichts. Er hat sich erstmal die Schränke angeguckt in Ruhe. Wenn da irgendwie ein Skalpell oder eine Waffe oder sowas drin gewesen wäre, die wären so am Arsch gewesen. Er ist halt eine Schlange gewesen. Und es hat kein Schwein gemerkt. Wie er nett und freundlich wirkt, aber dafür am meisten Leute umgeboxt hat, eigentlich sogar. Der hat die meisten Prügeleien gehabt. Also, schwierig. Ich meine, es ist ein Biker, es ist ein One-Percenter und lässt ihn ohne Handschellen. Also klar, da waren Cops dabei, als sie ihn durch die Gegend geführt haben, logisch. Aber das machen sie trotzdem bei allen anderen auch nicht. Du weißt halt nie, was ist, ne? Mhm. Wir haben da Schränke, Moment.
Ja, die sind offen gewesen. Die Schränke in der Medbay waren offen. Ich hätte halt Verbände und Desinfektionsmittel mitnehmen können. Ich glaube, da wäre ich dran. Das war das, was ich da gesehen hatte. Und noch irgendein Kleinkram. Also nichts, was ihm jetzt wirklich geholfen hätte, zu fliehen oder Dinge anzustellen. Aber trotzdem, ich fand das so krass. Es war auch so, weil die haben halt noch einen anderen Gefangenen quasi weggebracht und meinen, ja, wir kommen gleich wieder. Die haben ihn zwar in der Medbay eingeschlossen, aber der hätte... Ja, also weiß ich nicht. Das war nicht smart. Das war einfach nicht smart. Das hätte richtig schief gehen können. Mhm. Das Ding ist, er wusste eh, dass er rauskommt. Also die mussten ihn noch behandeln und dann ist er frei so, ne? Ich meine, manche auch beim nach draußen gehen. Manche machen das ja auch eigentlich mit Absicht ein bisschen so, dass du, weißt du, so Spielraum hast. Ja, das ist richtig. Aber man hat halt bei ihm immer gemerkt, wie unterschätzt er wird. Genau, Desinfektionsmittel, besseren Brandbeschleuniger bekommst du fast nicht. Das ist auch so ein Ding, das gehört zur Backstory vom neuen Charakter, das ist ein Brandstifter. Das ist ein Feuerteufel. Klingt interessant. Und die Überlegung ist halt, also es wird wird es eine Prison-Einreise, dass in dem anderen Prison der Platz zu knapp wurde wegen dem Feuer. Das ist nice. Genau. Dass sie deswegen verlegt werden muss. Weil zu viele Leute und so und ja. Da ist so viel Bäume. Ich habe nicht explizit reingeschrieben, dass er es war, aber wenn man eins und eins zusammenzählen kann, ne? Es sind zu viele Bäume hier zum Glück. Kannst du das fassen? Es ist immer noch kein Gegner. Was machen die? Die haben das gehört. Die kommen mit Absicht nicht. Ja, ne? Ja. Jetzt, wo man mal auf sie wartet. Ach, das versteht sie sich aber mit Mitteln sehr gut. Ich glaube nicht, dass die sich verstehen werden. Ich glaube nicht. Also wenn der Charakter tatsächlich auf die Insel kommt, dann brennt die Insel. Aber nicht wegen Middleton. Dann sind Dinge passiert, die... Ja... Weiß ich noch nicht. Es gibt halt zwei Faktoren, warum ich diesen Charakter reinbringen würde, die entscheidend sind. Und beide treffen momentan nicht zu. Ich sehe auch noch nicht, dass es passieren wird. Also Punkt 1, Tobias existiert noch. Dem geht's gut. Und ich habe auch sehr viel Spaß mit ihm. Kommt noch hinzu. Punkt 2 ist halt, dass es diese Ausschreibung geben muss. Beziehungsweise ich muss halt noch genug Leute zusammentrommeln. Es ist jetzt wieder einer weggefallen. Ich habe sogar noch mehr Mutantenrüstung dabei. Das ist ja wild. Und wir haben noch so viel im Regal. Und Werbung, Timing. Also, Tobias geht es noch gut. Das ist der richtige Punkt, ja. Ich bin hier gerade am... Okay, sollen wir jetzt mal gucken? Ey, ganz ehrlich, wir müssen jetzt mal zu zweit los, weil sonst wird das heute nichts mehr mit hier Rumble und so. Wir können es ja auch einfach machen, ohne dass das Ending fertiggestellt ist. Aber das willst du ja nicht. Ich fasse es halt nicht. Dann kriegen wir genug Gegner. Ach so. Die kommen dann ja auch. Ja, okay, aber dann müssen wir gucken, dass wir voll sind. Also gerade von allem so trinken. Ja. Und dann könnte ich das ganz kurz machen. Also ich bin jetzt wieder da. Bin da, wer noch? Ich bin schon wieder so ein einziges Brett hier. Weißt du noch? Locken? Ja, weiß ich. Weiß ich, auf jeden Fall. Wasser... Energy-Riegel? Ich glaube schon, ja. Genau, Tobias geht es noch gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe bald sehr viel Spaß an ihm. Und der andere Punkt ist, dass es halt noch die Ausschreibung geben muss, die irgendwann kommen wird. Und ich brauche... Also das sind so die wichtigsten Punkte. Und eigentlich fehlen mir aber noch zwei Leute. Nein! Jetzt habe ich den Topf mit dem sauberen Wasser ausgekippt. Ah. Wo ist jetzt eigentlich Kelvin? Ja, lebt er noch? Ist er noch am Leben? Der müsste unterwegs sein und Stöcker sammeln. Aha.
Also ich habe ihn rausgelassen. Aus dem Stall? Und ich glaube, er macht das auch. Oder? Aus dem Stall, genau. Okay. Machst du gerade Wasser oder Essen? Wasser tatsächlich nur, okay, also dann. Ist nicht wichtig. Dann lass rumbeln. Ja. Genau, fürs MC, und zwar für die Mayhem. Es gibt ja jetzt eine Ausschreibung für eins. Ein Besuch? Das wäre natürlich jetzt Timing. Nee, ich glaube nicht. Brauchst du noch Rüstung? Weil ich glaube, ich habe genug, ich bin voll und ich habe auch was ins Regal gepackt. Okay, weil dann... Rüste dich aus, ich habe sogar noch Rüstungsteile bei mir. Okay, weil dann nehme ich den... Zwei noch. Das Mutantenkram da. Ja. Nimm alles, was du tragen kannst. Ja, weil dann sind wir nämlich ready für was auch immer da kommt. Muss nur noch was essen alles. Und dann... Sollen wir vorher speichern? Ja. Mach ich mal. Also nicht schlafen, nur speichern. Aber ich will halt nicht in die Haus. Deswegen warte ich darauf. Ja, aber nur für den, also den Platz, den die Outlaws hatten quasi. Der ist jetzt mal ausgeschrieben in der Faust. Aber da will ich nicht hin. Kann ich auch, da kann ich nicht spielen. Der Topf, wenn man den nicht anguckt, lass den ruhig. Dann, ja. Wenn du wegrennst, ich glaube, weil der ist jetzt in sich zusammengedingst. Ja, das ist, weil das Feuer, aber das mache ich gleich, ist gerade nicht so wichtig. Soll ich starten? Ja, nicht ohne mich, warte doch mal. Jetzt siehst du auch so aus wie so ein Blob. Ja, du hast mich gesehen, jetzt pass auf, wenn ich vor dir stehe. Ja. Mal hier oben, okay, da ist nichts mehr drin. So, halt. Sollen wir nicht nochmal speichern? Oh, hab ich doch gerade schon. Halt. Sei jetzt? Ganz ruhig jetzt. Ja. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe? Vor was? Dass der Blitz einschlägt und einfach alles zusammenfällt in sich. Die ganze Konstruktion, das ganze Haus. Aber... glaube ich nicht. Okay, na dann. Jetzt? Ja? Ready, come on. Warte, ich muss mich hinstellen zum Knopf drücken. Wow. Das dauert jetzt. Wow. Okay. Kommt noch ein Blitzschlag für den perfekten Screenshot. Es kommen bestimmt noch einige. Alter! Da kommen sie. Aha. Okay. Reingeklettert! Du bist doch rübergesprungen. Ja, ich sehe das gerade. Aber das ist der zweite, weil. Und genau deswegen habe ich da noch eine Falle drin. Das ist ja so. Jetzt kann es regnen, natürlich. War es das schon von wegen Angriff? Es ist noch nicht fertig. Die kommen wellenweise, glaube ich. Guck mal, wir kümmern uns mal darum, während es darum knistert. Alleine, dass die Sonne scheint und es jetzt regnet, ja? Oh, da unten, nein, aber die bekriegen sich Alter! Guck dir das an! Ja, die Kannibalen und die Mutanten mögen sich nicht. Die bekriegen sich jetzt richtig gegenseitig. Da müssen wir ja nicht mal groß was... Oh, der eine ist hier drinne, die ich gerade sehe. Ja, aber... Dann sollen sie sich doch gegenseitig auf den Keks gehen. Ja. Aber die werden sich rein katapultieren, die Mutanten. Hier sind Kannibalen im Lager. Okay, dann... Deswegen. Sind die noch da? Ja. Die sind gerade ein bisschen fest, deswegen. Okay. Virginia ist auch da. Das war Nummer 1. Oh, das klingt auch das nicht klingt gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Ich gehe mal kurz auf den Turm. Mach das. Ah ja, die werden jetzt gleich reingejumpt kommen. Oh, das sind wirkliche Wellen. Alter.
gut, dass Virginia da ist. Die Fallen hat sich, der eine Falle hat sich ausgelöst. Klingt echt nicht gut. Ja, ja, ich hab die sehr Falle gut wieder. Die macht gerade viele Down. Das Schrapp, 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 Schrapp Ding. Das ist cool. Das höre ich nicht mal, ne? Weil da hört man mit dem Audio so Probleme haben. Achso, du meinst die Falle. Nee, man hört es nicht. Man sieht das, ja, ja. Das sieht nur so aus. Hab ich eine Granate? Weil dann würde ich glaube... Ich mach mal die Falle hier unten wieder scharf. Uah. Um mich selber dabei jetzt zu erschlagen. Ach, es ist nur noch... Ne, jetzt ist... Das war's. Ah ne, da unten ist es noch ein Mutant da. Virginia ist da. Uah. Vorsicht. Da ist er. Sie hat ihn gerade weggeballert. Sehr gut. Aber da steht noch mal okay, auf. Da unten kommt noch... Da unten kommt so ein... Ich mache ein Handstand-Ding. Achtung. Oh, scheiße, ja. Ja, 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 ja. Das Viech ist so nervig. Wow. Achtung, ich möchte eine Granate. Aber das ist viel zu schnell. Ah, verdammt. Das hat jetzt was anderes in die Luft gejagt, aber nicht das Ding. Ich komme mal nach oben. Ja, komm mal hier hoch. Also ist aber ein guter Test für unsere Verteidigung. Ja. Es bewegt sich zu schnell. Das ist einfach zu schnell. Was ist... Warte mal, Armbrust. Wir haben doch noch... Das hat doch eigentlich... Aber Virginia. Oh, das ist richtig... Fies schnell. Boah. Mhm. Die Armbrust ist auch... Echt jetzt? Der eine Schuss mit der Knarre war's. Ja, ich habe gerade auch geschossen. Teamwork. Geht ja nicht mehr viel. Ist das Pützelding fertig? Ich glaube, die Falle müssen wir reparieren. Ich glaube, es kann sein, dass sie bei der Explosion... Aber ich glaube, dass es das war. Ja. Ich glaube, das Gepritzelding ist auch fertig. Da draußen so, könnten wir... Ist nicht so schlecht jetzt, ne? Ja. Ein paar Sachen jetzt einsammeln. Rüstung vielleicht. Ich gehe mal raus, ne? Du auch, oder? Ja, ich komme mit. Okay. Mal das hier angucken. Okay, das war jetzt zu managen. Ich find's ganz gut. Alle wieder scharf machen. Da oben. Zack. Ach nee, die ist noch da mal. Ich mach die auch nochmal hier scharf. Und da hinten. Ach, das hast du schon, ne? Hier hinten die. Dieses Rotor-Ding. Okay, ja. Passt doch. Das war doch, schlecht. Das war doch ein guter Test jetzt. Also ganz ehrlich. Für den Anfang oder nicht? Brauchen hier noch Speer. Richtig. Also wenn wir diesen Wurm haben, werden wir wahrscheinlich Probleme haben, weil der einfach oben rüber geht. Ja. Aber selbst, also wenn es jetzt 50 sind. Speere wieder rein tun. Ich bin gerade dabei, welche zu holen. Ich habe, die liegen ja doch. Du musst ja nur wieder einsammeln vom Boden. Achso, na dann. Egal. Brauchst du nicht von oben holen. Gut. Ah, Armbrustdinger. Ja, das machen wir die zweite Welle, oder? Was? Ich weiß schon, warum ich die Falle hier reingepackt habe. Die ist ja echt gut, weil die mich genau hier reinspringen. Ich bin drinne. Ah, okay, dann mach ich zu. Gucken wir doch mal. Wir hätten mal, da liegen doch so viele Leichen, ne? Wir hätten mal einen verbrennen sollen davon für unseren Knochen. Verdammt, der eine Knochen, der wird uns wie schlimmer wie der Dosenöffner wird das uns. Okay, guck mal, ich kann jetzt. Sammel die mal ein. Zack, oh. So.
Ich packe sie auf den Ständer, weil wir sind noch mit Rüstung voll. In der Theorie müssten wir noch eine zweite machen, aber dafür brauchen wir wieder Knochen, um eine Knochenrüstung zu bauen. Ja, sollen wir das gleich wieder aktivieren? Also funktioniert das? Können wir das einfach jetzt nochmal machen, ganz kurz? Weil das war ja jetzt eigentlich... Ja, wenn du eine Rüstung hast, du brauchst die Rüstung. Dafür musst du erstmal eine Rüstung bauen. Mega geil aus. Alter. Ich habe halt nicht das Video gesehen, also ich weiß nicht, was man braucht und was man nicht braucht und wie das jetzt eigentlich alles funktioniert. Also, Knochenrüstung musst du Rüstungsteile bauen. Dafür brauchen wir ganz viele Knochen und Tape, glaube ich. Aber wir haben ja im Moment keine Knochen. Dick, ne? Ja. Das ist King Midas, oder wie ist das nochmal? Ja. Nice. Okay, ja, und wir haben die jetzt nicht, die sind jetzt nicht mehr da, oder? Und ich bin schon wieder in diesen Speer reingelaufen, ey. Midas, ja. Ja, die sind. Was hat denn jetzt die Stöcker hingetan, die ich eben noch in der Hand hatte? Wo brauchst du, weil ich hab welche? Hier. Wo? Achso, du hast, okay. Ja, ich wollte das Feuer wieder anmachen, aber wenn die da gerade eh nicht mehr da sind, oder sind noch Leichen da? Ich hab keine gefunden. Ja, das war nicht smart von uns. Das war der Goldrausch, weißt du? So läuft das also. I see. So, ob ich noch irgendwas hinschmeißen könnte. Hier noch einer der Pilze. Haben wir nicht noch? Warte, wir haben doch noch Nudeln. Erstmal eine Nudelsuppe machen. Da. Einmal noch Ramen. Nudels. Kochen wir jetzt Nudels. Was machst du jetzt? Ich habe geguckt wegen der Seilbahn. Ah. Und ob dann quasi, also normalerweise taucht dann irgendein Gegner auf, dass wir dann endlich mal diesen Knochen hier da fertig machen, dass wir das irgendwie fertigstellen können. Wieder auf Einkaufstour, ja. Idee. Flocky, was war der erste Song, an den du dich erinnern kannst? Oh, puh. Den ich mich erinnern kann. Mhm. Black Betty. Da weiß ich zumindest, da ist eine Leiche, dass ich den auch schon rauf und runter gehört habe. Mhm. Als Kind und dazu im Kreis gelaufen bin. Ganz ehrlich, das hätte ich gern gesehen. Ich mach's ja heute noch, also was soll ich sagen? Auch das würde ich gerne sehen. Auch das würde ich gerne sehen, weißt du?
Warum? Es ist so spannend daran, Leute zuzugucken, die im Kreis laufen. Nein, einfach Wow! wie du im normalen, wie du so bist, so. Das würde mich interessieren. Okay. Hau doch nicht ab, du Feigling. Mit all den Dingen, die dich ausmachen. Ist das nicht schön? Irgendwie schon. Siehst du? Aber es ist doch irgendwie weird. Ich weiß es nicht. Hä, warum? Vielleicht finde ich es auch einfach nur weird. Weil wer will mir schon zugucken bei Dingen? Ich glaube, so, ich glaube eher so, genau, ja. Mhm, das ist dein Inneres, das irgendwie sagt, das geht doch gar nicht. Genau. Why? Warum wollen die Menschen das tun? So. So, ich glaube, jetzt habe ich gleich genug Knochen. Hast du jemanden gefunden noch oder wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe drei gefunden, tatsächlich. Oh. Ich bin mit der Seilbahn los und dann stand da eine da schon auf dem Plateau und dann waren noch zwei und Ich glaube, den Wald an, so sieht das gerade aus. Wieso wundert das mich Feuer das? Ich mitten im Gestrüpp gemacht habe und irgendwie brennen jetzt hier die Leichen und alles. Das ist so, ja, ich bin mit der Seilbahn los und jetzt brennt der Wald. Nun. Okay. Ja. Genau so. Und ich so, ja, ich bin mit der Seilbahn los und ich mache jetzt nochmal eine Seilbahn. Es beschreibt unsere Madness so ein bisschen, glaube ich. Vor allen Dingen, du machst Seilbahn, damit ich noch mehr anzünden kann. So wirkt das auch. Gerade in dem Zusammenhang. Du mit der Seilbahn los und jetzt brennt der Wald. Und du, ich mach noch mehr Seilbahn. Okay, dann kann ich noch mehr anzünden. Dann so, nein, das ist doch für die Entdeckung gedacht. Das ist doch für das und das. Und du, ja, nun. Genau so. Ja, schön. Ja. Oh, wir haben Besuch. Oh. Aber ist okay, oder... Die sind draußen. Ich bin nur gerade nach Hause gekommen und dachte mir, huch, wir haben da so ein paar Leute vor der Tür. Oh. Immer dieser unangekündigte Besuch, der sich nicht anmeldet. Ja, was soll das? Schrecklich sowas, ey. Nicht mal geklingelt haben sie. Weißt du noch, als man früher wirklich beim Menschen geklingelt hat und gefragt hat, kommst du raus zum Spielen? Das war so schrecklich, wenn andere das gemacht haben, fand ich. Ach. Aber ja, ich kenne also das auch. Aber damals war das auch normal. Gemacht. Es war doch ganz normal damals. Es war doch nicht weird. Es ist viel verbreitet gewesen, das ist richtig. Wobei wir irgendwann aber auch mehr telefonisch gemacht haben, dass man sich nicht mal angekündigt das hat. Stimmt. Ne? Wow. Das eine ist ein Speerwerfer. Ich würde ihn vielleicht nicht nur doof angucken. Wie werden wir denn jetzt los? Okay. Am schlausten. Dum-di-dum-di-dum. Dann war man immer so aufgeregt. Es rollt hier gerade im Real Life. Oh. Und hat dann immer gehofft, dass die Person dann hingeht, die man auch anruft. Also nicht irgendwie die Eltern oder so. Ja, und dann so, ja. Hallo, hier ist Nanene, ist Nanene da? Das war dann immer so. Oh Gott. Wir haben ja eigentlich, wir haben hier früher, es ist eigentlich heutzutage, ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mein Stromzaun eigentlich noch funktioniert. Okay, aber jedenfalls gehen sie gegen die Spieße gelaufen. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was, das stimmt. Bis auf der Große, da sind noch zwei unterwegs. Da haben wir noch wieder so einen Keulenschläger. Ich glaube, mit dem lege ich mich aber diesmal nicht im Nahkampf an. Ja, die sind richtig fies. Ist noch so ein Treffer und dann... Ich habe ihm gerade den Schutz vom Kopf geballert. Der hat da so einen Knochen oder was dran gehabt. Schädel. Mhm. Ja, das war daneben, das war klar. Nee, auf die Entfernung ist das nichts. Verdammt. Falscher Knopf. Gott, mal eben das Funkgerät. Alter, mein Herz. In der Hand gehabt. Warte mal. Immer auf Schrotflinten. Schrotkugeln. Falle ausgelöst, ja. Aber da muss ich näher ran. Glaube ich. Es würde zumindest Sinn machen.
Ja, das macht ihm ja gar nichts. Ich habe eine andere Idee. Der Dicke hat zu viel Rüstung und alles an. Ich treffe ihn zwar, aber er wankt ja nur einen Schritt zurück, weißt du? Mhm. Ja, tschüss. War schön, euch gesehen zu haben. Danke für den Besuch oder so. Die kommen jetzt bestimmt zu mir. Ja, also der Dicke mit der Keule ist gerade wieder weggelaufen, aber du bist, glaube ich, auf der anderen Seite, ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube auch. Ja. Verkrümelt euch, los. Kelvin währenddessen, oh ja, ich hol mal Baumstämme. Es wird dunkel langsam, ne? Ja, ich bin hier gerade noch im... Im Baurausch. Mhm, genau das. Die Fallen wieder scharf machen hier. Hattest du so Kindergeburtstag feiern? Ja, hatte ich. Ein paar waren ganz cool, mhm, aber irgendwann fand ich's doof. Hat aber natürlich auch ein bisschen was mit der Family zu tun. Ja gut, okay, das dann natürlich. Ja. Aber du aber hast damals auch. Ah ja. Also das war dann. Ich habe ja halt auch im Sommer Geburtstag. Das heißt, man musste ja immer draußen was machen. Ja. War das schlecht? Das Gute daran war, ich hatte immer gutes Wetter. Es hat nie geregnet. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist doch eigentlich ein Vorteil. Das war super. Ich glaube, irgendwann fand ich es auch einfach doof. Vielleicht war ich auch einfach zu alt dann dafür. Ich weiß es nicht. Aber ich bin halt ja auch, ich habe auch damals schon, meine Social Battery war einfach zu schnell alle. Das heißt... Mhm. Ich wollte dann halt auch nicht mehr und habe mich an meinem eigenen Geburtstag halt zurückgezogen, ne, weil es mir zu viel war. Ja. Gerade ja, wenn du solche großen Feiern hattest, wo du dann 20 Kinder da rumlaufen hast, gefühlt. Okay, ne? Ja klar, das stimmt natürlich. Da bist du dann... ist, okay, waren vielleicht nicht 20, aber es waren 10 oder so und das ist schon echt viel. Mhm. Dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt noch einen großen Garten hatten, ging das auch. Mhm. Und es war auch mal so ein Ding, es wurde halt jeder eingeladen. Einfach, weil man musste ja Kontakte knüpfen und bla und... Ich hatte halt keine richtigen Freunde, also die ganze Klasse so oder sowas, weißt du? Mhm, und das war dann schwierig teilweise aber auch. Ja, das glaube ich dir. Ne? Ich wäre gekommen, so, wenn du mich eingeladen hättest. Wenn man es mal schon gekannt hätte. Das war halt das Schlimme daran. Mein eigentlich bester Kumpel, der die einzige Person, die ich wirklich da gehabt haben wollte, ja, der ist nicht gekommen. Boah. Und zwar... Weil jemand anderes, der auch eingeladen wurde, mit dem kam man nicht klar und dann wollte er nicht kommen. Das war fies. Das ist richtig fies. Das war fies. Das Ding ist, immerhin sind wir dann kurz vorbeigekommen zumindest. Oh, mhm. Das hast du da fertig gemacht. Fackeln, nur Fackeln. Mein Schlitten. Nein, nein. Um das Geschenk vorbeizubringen. Mhm. Also das ja, aber ist danach halt wieder gegangen. Ah. Das war so, das, also ah, an solche Dinge erinnere ich mich halt. Mhm. Das war sehr schade. Sollen wir schlafen gehen? Ja. Okay. Weil mit dem war ich auf Abenteuer und keine Ahnung was. Der war viel wichtiger für mich. Ah, verstehe. Und den ganzen Scheiß gemacht, den Jungs normalerweise halt so miteinander tun, ne? Mhm. Fremden rumstrücken, rumlaufen und so ein Scheiß. Hat er jetzt einen neuen Schlafplatz, so als Hund von dem Ding hier, oder? So wirklich, ey. Sollen wir das, also wirklich. Könnten wir das jetzt eigentlich neu auslösen, oder... Wo ist ja gerade der Stand? Ja klar, du brauchst halt nur Dinge dafür. Ich würde als nächstes tatsächlich das andere Teil nutzen, um, weiß ich nicht, deinen Katana zu verbessern. Ja. Na? Was müssen wir jetzt machen dafür? Ich bin raus. Oh. Was brauchen wir?
Wir brauchen noch mehr von dem goldenen Zeug. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch was hier im Regal. Und ich glaube, vielleicht habe ich auch noch was im Inventar. Ja, drei. Nee, sind das Artefakte oder was? Das sind Artefakte. Ach so. So, und hol ich die mal. Du musst mal gucken, ob du deinen Katana da irgendwie reinbekommst. In diese Dings. Okay, na gut. Ja, das, was wir gerade zu Ende gebaut haben. Können wir das nur einzeln machen? Ja, soweit ich weiß schon. Oh, das aber. Das und wir müssen neues gut. Zeug davon sammeln. Also, wir haben jetzt noch, aber nochmal wird das wohl nichts. Mhm. Okay. Ich habe übrigens auch nochmal Ramen-Nudeln Suppe für uns. Oh. Ist die schon am Kochen? Auf dem Herd. Ist schon fertig. Okay, wie funktioniert das? Wo muss ich was, das Katana, wie, was muss ich da reinmachen? Wie funktioniert das? Weiß ich nicht. Also. Probier's aus. Nicht das, wo die Rüstung ist, das andere Ding. Genau. Okay, ja, 0 von 6, ne? Ja, das sind die Dinger, so. Aber es muss ja noch was da rein. Du musst irgendwie deine Waffe da reinkriegen. Warte, ich frage jetzt nur wie. In der Theorie müsste man das Ding da irgendwie reinlegen können. Sicher? Also woher? Du hast es vom Video, oder was? Nee, ich hab's gelesen. Dass das Ding halt dafür da ist, um... Mhm. Geht es davon aus? Oder geht es doch hier rein? Aber das macht ja gar keinen Sinn. Du kriegst ja nichts anderes außer Rüstungsteile da rein und dieses Metalldings. Ja, aber hier steht 0 von 10 bei den Knochen. Ja, das ist Rüstung. Da kannst du Rüstung reinlegen. Ja, dann sollen wir einfach eine neue Dings auslösen, oder? Ach so, das geht nicht ohne das. Also ja. Okay, I see. Wir können das nicht eine neue Welle auslösen, bevor das nicht, oder? Nee, was willst du denn da reintun? Weiß ich nicht. Du brauchst ja was zum Reintun. Ich guck aber tatsächlich mal, weil es muss gehen. Du musst die upgraden können, so. Das ist das falsche Gerät. Vielen Dank. Hallo, Schaf. Hallo, hallo. Wir haben das falsche Gerät aufgestellt. Was haben wir denn da aufgebaut? Was ist ich das? Ich weiß es nicht. Du hast es doch nicht. Ich habe dir blind vertraut. Dankeschön. Okay. Willkommen. Warte mal, guck ich mal eben. Wir haben ja noch eine. Nee, die will ich jetzt nicht nochmal bauen. Warte. Dann müssen wir das andere Teil noch bauen. Das wie haben wir auch, meine leg ich. Leg dich doch da einfach mal rein und ich mache ein paar Steine drumherum. Geh mir doch mal aus dem Weg, sonst ist da ist es. Leg dich doch einfach... Leg dich da einfach was, mal ich rein. Sag, was? Und ich kann einfach... Bist du auf Krawall gebürstet? Nein. Was ist das jetzt wieder für eine komische... Das ist für die Waffenverbesserung. Okay, na gut. Und was soll das für ein Sarg dann sein? Der Sarg ist für die Rüstung gewesen. Und was um ist, die zu verbessern. Und das da hinten ist für die und nächste was Welle. Das ist. Das ist die große Frage. Und das versuche ich jetzt rauszufinden. Du kannst ja schon mal anfangen, das andere aufzubauen, wenn du willst. Oh, noch eine Batterie, ja gut. Aber warum habe ich mal so komische Ohrwürmer? Ich weiß es nicht. Ach, Flocky, jetzt bin ich ins Haus gefallen. Das gibt's doch nicht. Braucht man da einfach noch eine Batterie oder was? Auch ja, vier braucht man. Wir müssen vier. Neue holen. Ja, aber wir haben nicht mehr genug. Wir haben doch, ich habe doch auch bestimmt welche im Inventar. Oder das nicht? Weiß ich nicht. So.
Wir haben doch bestimmt welche unten irgendwo rumstehen, oder nicht? Im Regal? Habe ich schon für den hier gesammelt. Nee, im Regal nicht. Die hatten wir an den Dings dran stehen. Ach so. Sollen wir mal wieder in den Printbunker gehen? Da sind doch bestimmt welche. Einfach stimmt, verfügbar, ja. Oder? Da könnten wir ja kurz easy mit der Seilbahn hin. Das ist richtig. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Was macht das denn denn? Okay, das Ding brauchen wir erst später. Lass mal zu dem Print-Ding jetzt. Solange es noch ja. Tag weißt ist. Du den Weg? Ja. Über ungefähr. Die Seil-Dinge. Pass auf wegen Schwung von der Seilbahn. Ja, ich will aber erst noch schnell was essen. Ups. Okay, den Fisch hast du schon gefuttert, ich sehe schon. Nee, ich habe keinen Fisch gefuttert. Dann ist der blöde Vogel wieder dabei gewesen. Aber Hauptsache immer mich zuerst entschuldigen. Du. Vor allen Dingen, weißt du, was mir gerade einfällt? Aha. Wer es noch gewesen sein könnte? Wer? Virginia und Calvin essen ja auch was. Ja, aber das ist auch egal, weil ich bin immer schuld, weißt du doch. Natürlich. So, jetzt komm hier runter. Ich bin hier schon. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass das auch humanoide Wesen sind, die Essen brauchen, weißt du? Mhm. Ja, stimmt. Ja, wenn man die nur rumkommandiert. So, okay. Wie gesagt, bisschen abbremsen. Wie hing ich gerade komisch fest? Oh, das ist eine weite Strecke. Ich vergesse immer, wie wir das ausgereizt haben zum Teil. Ja. Jetzt weiß ich, was du mit Schwung meinst. Ja, vor allem beim zweiten musst du auch jetzt aufpassen. Richtig. Nicht, also beim ersten habe ich es nicht gemerkt. Okay, ja. Aber beim zweiten rutscht man dann immer, dann rutscht man fast runter, ne? Und da kommen wir nicht richtig hin. Ich glaube, wir können sogar von der Seilbrücke aus. Kann sein, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja, also es ist von der... Mary had a little lamb. Siehst du? Komm mal da hoch. Hey. Hä? Ach so. Ich war gerade ein bisschen verwirrt bei unserem Turm. Ja. Nicht zu weit oben. Ja, du musst auf die Seilbrücke laufen. Das haben wir nicht fertig gemacht. Autsch. Von da aus geht das. Ist hier ein Krokodil? Oh mein Gott, nein. Ich dachte gerade, hier sind. Das wäre so toll. Also ich hätte richtig Angst. Wenn ich da hochkomme. Du. Hä? Siehst du die Seilbrücke? Was für eine Seilbrücke? Die da hinten meinst du? Ja. Die wir gebaut haben. Ja, von da aus. Geh mal von da aus, da kommst du auch an das Seil. Weil so habe ich das gerade gemacht. Dann hat es ja tatsächlich doch Sinn gemacht, das Ding zu bauen. Im Endeffekt schon, ja. Also wir könnten natürlich das andere, wenn wir das ausbauen, dann ja, wird das schon gehen. Aber wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Gerade voll Autsch gemacht. Weil ich von oben, von ganz oben von dem Turm runtergestürzt bin. Ich bin voll in den Vogel reingerauscht. Was ist das für Abenteuer? Okay, also ich bin jetzt an der Höhle angekommen. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Ja. Rutsche die Seilrutsche und dann kommt dir auf einmal so ein Schwarm Vögel entgegen, einer voll in dein Gesicht. Tatsch.
zum Glück hat es keinen Schaden gemacht, aber es sah so aus. So unheimlich hier unten. Jetzt ein bisschen neblig gerade im Wald. Ist aber auch eine Tour. Ja. Aber es war gut, dass wir das gemacht haben, weil sonst ist einfach schneller. Fuß oder auch anders nervig. Ja. Wieso gibt es hier... Es kann ja nicht sein, dass hier keine Autobatterie gibt. Die gab es doch überall. Was ist denn der Eingang? Ah, aber ich muss eh einen Enterhaken machen. Da irgendwo. Da. Ich mach's mal einfach blind. Ja, aber das Ding ist doch leer. Also da gibt's doch nichts mehr, was uns angreifen könnte. Ach, du meinst im hinteren Bereich? Oder was meinst du? Ja, es ist doch leer. Also es gibt doch nichts mehr, was uns jetzt angreifen könnte. Da haben wir doch alles platt gemacht. Du hast recht, ja. Du hast recht. Ansonsten, Achtung, nicht erschrecken, ich bin da. Okay, sehr gut, dass du Bescheid sagst. Stimmt, da könnten wir eigentlich jetzt mal ganz kurz gucken. Da gibt es bestimmt irgendwo eine Batterie. Ja. So. Egale voll mit Zeug. Immer gut. Na, was produzierst du da? Könntest du die Haken einsammeln? Die müssten hier hinten irgendwo rumliegen. 2 Stück. Eins, zwei. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal hin in den Bereich, oder? Aber die sind doch dann auch jetzt wieder da, die Gegner. Die spawnen doch neu. Nein. Ah. Nicht, dass ich wüsste. Sicher? Wir werden es merken. Wir werden es merken. Okay, na gut, dann geh du vor. Na klar. Ich habe mir zwar eben nur das Bein halb gebrochen und bin angeschlagen, aber ich gehe vor. Stimmt, du hast gar nicht mehr so viel Rüstung an. Oh, ja, stimmt. Warte mal. Ich habe aber noch welche dabei. Hast du noch welche dabei? Okay. Ja. Ich habe aber keine Medizin mehr, weil ich schlau Mensch die weggelegt hatte. Warte, ja. Ich kann dir geben, weil ich habe genug. Oh, ja. Super. Hab ich noch was zu trinken dabei? In der Flasche. Sehr gut. Da. Schön, dass du trotzdem vorrennst. Also in meinem Kopf kommen die Gegner wieder. Aber ist ganz gut, um trotzdem mal wieder ein paar Sachen hier einzusammeln. Ja. Ich check das mal ganz kurz, weil ich habe keine Lust, dass sie uns überraschen. Oh. Stoff. Stoff ist auch immer gut, ja. Ja. Okay, also bis jetzt habe ich hier niemand entdeckt, bin vorgerannt. Aber eine Batterie gibt's hier auch nicht. Was soll das? Radio gibt's hier. Eigentlich sollte man sich da aufhalten und nicht draußen. Ja, aber du kannst hier halt nichts bauen und... Genau, das haben wir ja schon. Könnte man. Du kriegst ja kein Holz hier rein. Könnte ja klar, müsstest du mitnehmen, aber du kriegst ja keine Baumstämme mit und so. Für Regale oder sowas. Wir haben das jetzt schon auch oft... besprochen, so dieses, es gibt auch Leute, die schlafen einfach nur hier und machen halt keine Base, aber wir sind einfach, ja. Wir sind, das ist nicht unser wir Interesse. Wir sind bauwillig. Ja, wir sind bauwillig. Das ist ein sehr, sehr gutes Wort, finde ich. Wir könnten noch oben gucken, Flocky, hier die Treppe hoch, aber I don't know. Wir müssen mal gucken, weißt du noch, wo wir die Gitarre gefunden haben, welcher Bunker das war? Vielleicht ist das der hier sogar, sieht gerade ein bisschen da hinten danach aus. Gut, lass mal gucken. Warum? Jetzt weiß ich auch wieder, was wir da vergessen haben, nämlich. Was? Wenn mich nicht alles täuscht. Die Kettensäge. Hier. Ah ja, hier ist das mit der E-Gitarre.
Okay, dann müssen wir mal genauer gucken, weil irgendwo haben wir das Ding nämlich übersehen. Hier? Ja. Okay. Dann sind wir im richtigen Bunker. Na dann. Aber ich weiß halt nicht wo. Ich glaube, die steckt in irgendjemandem drin oder sowas. Wenn man Speedrun macht, ist Schlafen da richtig. Ja, das macht Sinn, klar. Weil wenn du einen Speedrun machst, dann baust du ja auch nichts auf. Ja, so ist es. Oh, nochmal Medizin, sehr gut. Also, ich habe jetzt hier... Bin mir auch nicht sicher, ob der hier rumfliegt. Rumfliegt vor allen Dingen. Flap, 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 flap. Wir waren hier nicht in dem Raum. Komm mal, Flocky, wir waren hier. Wir haben den Raum nicht gesehen. Komm mal. Doch, wir waren hier drin eigentlich. Aber ach, auch bereits entdeckt. Sicher? Vielleicht ist die hier irgendwo. Aber hier ist Munition, das ist gut. Ja. Koffer. Noch mehr Pfeile. Druckergedöns. Drucker. Battery. Natürlich kommt das jetzt. Battery, Battery. Ich muss mir immer das andere dazu verkneifen, was ich dazu noch im Kopf habe. Die sagen das nicht wirklich, aber es klingt wie so, als würden sie das singen und deswegen... Mhm. Ja. Wo ist unsere Batterie? Das gibt's doch nicht. Komm, wir gehen wieder raus, das wird irgendwo... Wo ist die Kettensäge? Das gibt's doch nicht. Oder hier? Was ist denn hier? Waren wir... Ey, hier! Ich hab einen Raum entdeckt. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Mhm. Oh Gott. What? Gegner. Der hinter der Tür. Entschuldigung, Chat. Das Schöne ist, dass du einen Übersteuerungsschutz hast. Das heißt, wenn du so schreist, wird es dann weg. Man hört immer nur den Anfang davon. Okay, das ist sehr gut, weil ich will nicht, dass jemand hier rest in peace. So, komm mal her. Zettel, Notiz. Doris, do you have time for a quick drink? Nope. Oh, ist das dann haben wir tatsächlich was übersehen. Wo war hier ein Zettel? Dunkel, ich hab... hier. Bist du dran vorbeigelaufen auf einem der Couchen, Sofas, Dings da. Barb. Ich hab eine... Ist aber nicht viel Licht da dran. Nee. Warte, 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 warte. Ah, scheiße, ich habe keine dabei. Okay. Was? Ich dachte mir, ich mach eine Leuchtfackel da rein. Ja, ich hab welche, aber ich bin da nicht so gut drin. Das ist ja interessant, wir haben richtig einen Raum übersehen. Guck mal, hier ist auch noch eine Nachricht. Solve the countdown. We have exactly 3 weeks to the next activation. Guck mal, das ist vielleicht gar nicht so unwichtig mit den Schriftzeichen. Ja. Sind nämlich eigentlich nicht das Ding. Wenn mich jetzt was erschreckt, dann ist die Shotgun besser. Da sind Babys. Geld. Da ist noch mal so ein Finger. Achtung, Achtung, Tür, 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 Tür. Ah. Alter, der will einfach nicht. Der ist noch nicht kaputt. Nee, nee, der will nicht, er will nicht. Jetzt. Okay. Nice. Teamwork. Yep. Da hinten ist noch mal eins, aber ich glaube... Obwohl, nee. Was ist hier los? Flocke, komm hier rein. Warte, ich bin noch dabei, ihn auseinanderzunehmen. Oha. Da ist sie. Oh. Kettensäge gesammelt. Stell dich mal vor den... Stell dich mal vor den Bildschirm, bitte. Warte. Nun... Ich brauche Batterien, das ist praktisch. Haben wir das Ding auch? Ja, warte mal hier, dass dieses.
Paula Springs offers unparalleled comfort and luxury. The island is rich in a special material known as sulfite. This material contains unique anti-aging properties. Anti-aging. Okay. Constructed from this material. According to these tests, the cube activates at specific previously unknown intervals. Deswegen wollten wir das machen. Die dachten, sie sind dann. Sie altern nicht mehr. Reset your body and yourself. Fangen wir erwarten. Jesus. Paula Springs, timeless luxury, timeless youth. Wow. War das nicht die Wolverine-Nummer, ja? Wo ist jetzt die Kettensäge? Hast du doch schon in der Hand. Achso, du meinst im Inventar, oder was? Ja, ja, im Inventar kann ich die ausruhen. Ah, hier unten. Die ist halt gut, um Bäume zu fällen. Ja, aber sind wir noch nicht weitergegangen. Da war ja noch was. Ne? Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Wieso bin ich so langsam? Schwer ist die Schrotflinte nicht. Ich vielleicht auch erwartet daran, dass ich so viel Rüstung trage. Hier in dem. Mhm. Oder? Sequenz! Ach, er. It's not safe here. You're running out of time. It's gonna happen again. You have to leave. Okay, ich sehe die Sequenz diesmal nicht. Du bist zuerst durchgelaufen. Ich sehe nur, was er hier macht. Passt schon. It's happen again, hat er gesagt. Ihr müsst gehen. Ja, ich hab's gehört. Okay, okay. Also das habe ich mitgekriegt. Ja, krass, dann ist das irgendwie immer... Weg ist er. Ich weiß nicht, es ist immer noch dunkel hier. Kettensäge ist jetzt nicht unbedingt... Ja, ist richtig dunkel. Ich gedacht, dass wir heute wieder im Bunker sind. Ja. Wir wollten nur mal gucken, ne? Ja. Eigentlich wollten wir nur eine Autobatterie. Hä? Oh. Babys? Ja. Mhm. Soll ich ein bisschen, weil ich habe ja Katana und dann... Hey, eine Hand. Ratsch, ratsch. Warte. Es ist zu dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Fackel. Ah, oh. Sehr gut. Zwei Richtungen also. Echt? Wir können hier was abbauen. Das ist halt echt nice. Mhm. Also... Brauchen aber wir auch. Das Ding ist, ich habe das ganze Zeug im Inventar von dem, was wir zu Hause hatten. Hier ist echt viel. Sollen wir vielleicht erst abtragen, weil ich habe das Gefühl, wir kommen dann irgendwo raus und daher rutschen wir wo runter. Fackel, Achtung. Ich vorher sehen. Ich würde einfach gern ein bisschen abtragen. Ja, ich glaube, dass zwei Richtungen ist einfach nur, dass man da im Kreis läuft. Dass wir hier rumgehen, weil dann würden wir da ja theoretisch wieder ankommen. Sehr. Bin ich hier? Vielleicht ist hier ein Artefakt. Das okay, kann auch ja, sein. Du hast recht. Aber hier kann man auf jeden Fall viel abtragen. Mhm. Dann. Da ist ein Baby! Baby, und ich bin im Inventar. Voll daneben, ey. Peinlich. Okay, dann ich hole jetzt die Axt. Du hast die auch, ach, oder? Das. Ach du kannst nicht mehr tragen. Ich hab die auch, ja. Ey. Ach, ich kann bestimmt auch noch was tragen, aber ich weiß gar nicht, wie viel. Na dann. Ich muss noch ein bisschen was im Inventar. Fang mal an. Ja. Ui. Was? Ja, das geht aber sehr mühsam. Ist nicht bei jedem Schlag sammelst du was ein. Nee, nee. Wäre auch zu einfach. Ja. Ich weiß nicht, wie viel wir benötigen, ehrlich gesagt. Nimm so viel mit, wie es geht. Okay, ja, dann du brauchst das für jetzt zu viel. Okay, jedes... kannst du was einsammeln? Ja, okay, kann dann ich mach noch. Ich mal ein bisschen weiter. Hier, diese zwei.
Mhm. Ja, das geht auch. Du wolltest gerade was sagen, du brauchst für jedes. Du brauchst eigentlich für jedes Teil echt viel. Okay. So, warte. Mhm. Soll ich auch noch nehmen? Ja. Auch noch? Okay. Super. Boah, wie viel hast du denn gerade bei dir gehabt? Ich hab gar keine bei mir gehabt. Also, das hast du jetzt auch nicht gesammelt? Ja. Kannst du noch? Das ging jetzt auch noch, ja. Ich glaube, okay. Ja. Wir werden es sehen, wenn ich vielleicht nicht mehr aufheben kann. Warte. Mhm. Das ging auch noch. Okay. Klang nicht gut. Ja. Okay. Oh, tut mir leid. Was das? Hätte ich hier gehauen? Ah, hier liegt noch eins, oder? Ah, nee, das ist nicht weg. Okay, also du kannst wohl immer noch dann... Warte, ich schau mal eben. Ich mache eine Fackel, Achtung. Ich hab jetzt 19 Stück. Das kannst du im Inventar sehen. Okay, dann mach ich hier noch. Anguckst. Und vor allem auch Knochen. Jetzt müsste hier auch noch was rumliegen, guck mal. Jetzt geht's nicht mehr. 20 kann man also tragen. Und da oben? Da ging's noch weiter. Ging's noch weiter, okay, dann. Ja. Vielleicht geht's da wieder raus. Mhm. Würde ich jetzt mal vermuten, so viel Luft. Ja, und es geht sich hier bewegt. Die ganze Zeit. Hm? Ja. Warte, ich mach eine Fackel. Aus wie eine Ab. Wenn wir da jetzt runterspringen, kommen wir nicht mehr hoch. Ja, aber wir haben ja, ne? Passt auch eigentlich, passt, ja. Okay. Ah, man kommt... Oh no. Was? Was oh no? Das ist doch der Ausgang, oder hängen nicht? Hängen Sachen rum. Was ist ein Ausgang? Ich bin mir nicht so sicher. Doch. Okay. Hey, es ist noch Tag. Ich dachte gerade schon, jetzt ist dunkel draußen. Ja, das wär's gewesen. Ach, hier! Ah, liegen da Batterien beim Auto? Nee. Boah, das ist ein gutes Stück weit weg sind wir jetzt aber. Ja. Okay, also das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Dann müssen wir einfach zu normalen Camps oder so. Achtung, Schlucht. Ja. Es gibt doch, wow. Ja, verblute halt. Ne, beim Golfplatz und so, da stehen doch die Caddies auch rum. Ich meine, da gibt's auch Batterien. Ja. Oben bei uns, oh Gott, das war voll laut. Oben bei uns ist doch irgendwie auch die Heli-Absturzstelle in der Nähe, oder nicht? Weil da wird doch immer diese Heli angezeigt. Und das würde doch bedeuten, dass da vielleicht auch irgendwas rumliegt. Da gibt es auch ein Camp. Nee, da sind... Achso, die meinst du, ja. Mhm. Das ist möglich. Wow, das ist richtig beschissen. Der nächste... Ja... Nun, wir reden nicht drüber, was jetzt gleich passiert, wenn du die Seilrutsche da nimmst. Autsch! Mhm. Autsch! Vor allen Dingen im Wasser gelandet und trotzdem noch alle Knochen gebrochen. Ja. Das ist hart. An der Konstruktion muss man definitiv was ändern. Boah, einmal schön durchs Gäst durch. Aber bei diesem Ding waren wir jetzt relativ schnell. Das ist echt nice. Ja. Und vor allem, wir haben keinen einzigen Gegner. Uah. Also mussten uns nicht irgendwie aufhalten damit. Das ist ganz gut. Ja, wir sind mittlerweile auch ganz gut ausgerüstet. Oh, ich will gleich mal die Kettensäge an den Bäumen ausprobieren, wie schnell das geht. Ja, das ist eine gute Idee.
Gamechanger. Das ist Moment wirklich damit. Nice. Eierbaumstämme, theoretisch. Ja. Kann er sich aber wieder an die Stöcker machen. Ja, stimmt. Ne? Du kannst auch gerne mal die neue Seilbahn austesten. Was ist er denn überhaupt? Hier unten irgendwo, okay. Wahrscheinlich hat er genug Baumstämme gesammelt. Und chillt jetzt. Okay, mit der Kettensäge, man muss das ein bisschen, das Handling. Steine, natürlich Steine. Oh. Man kriegt halt so keinen Stärkewert durchs Fällen, wenn man die Kettensäge benutzt. Das ist. Siehst du durchs Fällen sowieso nicht, sondern nur durchs Aufheben der Baumstämme, habe ich gelesen. Nicht dein Ernst. Doch. Was? Das Aufheben und wenn du eine Waffe schwingst. Das sind so Sachen, die erhöhen das. Mein Gott. Aber nicht das Fällen an sich, was ich total sinnlos das finde, weil. Das ist wirklich weil... sinnlos. Was zur Hölle? Was? Irgendwas ist hier, was mich angegriffen hat. Nicht dein Ernst. Okay. Ah, die. Ja, der hat mit dem Speer nach oben geworfen und mich tatsächlich getroffen. Alter. Oh. Aber die Falle macht sich gerade mit ihm. Ein Spaß. Einmal. Du gehst hier nichts an durch die Gegend und auf einmal fliegt ein Speer an dir vorbei. Ja, beziehungsweise das ist auf nicht dich so zu. Toll, ne? Sind aber alle hin. Okay. Nee, da vorne haut noch jemand gegen den. Lol. Was zum. Ist ein Gegner? Ja. Die trägt halt einen Kleid. So ein metallic-grünes Kleid. Ich dachte erst, hat sich Virginia umgezogen oder so. Die habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht, was das. Ey, ist sie schnell. Krass. Quasi zu bedeuten hat. Ist das eine von den Artisten vielleicht? Ja, ist es. So wie sie sich bewegt auf jeden Fall. Okay. Holy shit. Autsch. Was zum... Du kamst auf einmal geflogen. Ich hier stand wahrscheinlich, ne? Mhm. Eigentlich wollte ich gerade noch einen Stein holen. Ja, also müssen wir keine Speere basteln, ne? Die werfen uns die schon zu. Ja, I see. Ja, der eine hüpft da noch rum. Die Artistin ist, glaube ich, verschwunden. Aber so kann man die Pfeilen halt auch nicht ausstellen. Okay, wir könnten am nächsten Morgen wieder rumblen. Das ist gut. Er kann auch die Fallen wieder zurücksetzen, das ist ganz nett. Kelvin? Mhm. Aber nur, wenn man es ihm sagt. Ja, klar. Oder? Ja. Geh raus, los, geh spielen. Du spielst nicht mit. Tschüss. Wie das gerade klang, ey. Ich kann nicht mehr. Er ist ein Hund, was soll ich sagen? Den ich jetzt draußen ausgesperrt habe. So, Stein. Aber wir brauchen noch viel mehr Fackeln. Gerade hier oben irgendwie. Ja. So ein bisschen duster.
Ups. Sorry. Ups. Sorry. Dachte ich auch gerade, ich bin abgestürzt. Was hast du gemacht? Ich habe das Funkgerät, glaube ich, aus Versehen angemacht. Achso, das habe ich nicht mitgekriegt. Sollen wir schlafen gehen? Hast du noch Schildkrötenpanzer? Wir brauchen Schildkrötenpanzer dafür. Glaube nicht. Aber ja, sollten wir auch. Doch, ich habe noch. Zwei brauchen wir. Ich habe drei. Ich habe doch einfach drei. So. Okay. Ah, Batterien. Okay. Ja, Lass schlafen. Aber wir können jetzt, sollen wir rumblen oder? Ja, aber du hast ja nichts, was du reintun kannst. Doch, ich hab doch reingetan. Du brauchst erst die Knochenrüstung. Hier, du brauchst die Knochenrüstung erst. Wir brauchen eine neue Knochenrüstung. Die müssen wir erst bauen. Nur. Du brauchst ja was rein, zum Reinlegen. Eine komplette. Eine komplette. 12 Stück sind das, 12 Teile. Ja. Warte mal, ich guck mal. Knochen. Ich hab ein paar Knochen. Knochen brauchen wir ich dafür hab auch ein und paar. Tape. Das heißt, jeder macht jetzt mal was so viel. Was fehlt noch? Seile. Seile, ja, ich habe meine Seile da reingelegt. Ja. Ich gedacht habe, wir finden viele, aber das war dann gar nicht so der Fall. Es schüttet schon wieder. Mhm. Obwohl es nicht bewölkt ist. Ich meine, für unser Trinken ist das gut. Das ist richtig. Also eine Knochenrüstung habe ich. Kann man das dann da einfach so reinpacken oder wie ist das? Kann man auch machen, ja. Okay, weil dann können wir haben ansonsten hier noch einen Ständer, den nehme ich mal mit. Dann können wir das nämlich dann, wenn es fertig ist, auch noch drin packen erstmal. Das ist übrigens der perfekte Zeitpunkt, um den Topf voll zu machen, falls du kein sauberes Wasser hast. Ja. Das Feuer wieder anzünden. Ohne Stöcke ein bisschen doof. Da. Wittert schon wieder, okay. Vergesst immer, dass wir die Haken umgeräumt haben. So. Und hier Geld. Das unnützeste, ja, was gibt. Ja. In diesem Spiel schon. Ja. Da merkt man halt, wie wenig Wert das hat, wenn man überleben muss. Ja, ist wirklich. Okay, Geldscheine sind nur noch dafür da, um das Feuer anzuheizen. Ja. Okay, Knochen, dann lege ich mal meins oben rein. Ja. Das ist Olafit in das Regal tun. Wollen wir nur 6er-Haufen machen, na gut. Okay, wir brauchen noch 9 davon. Krass. Krass. Von den Rüstungsteilen? Ja. Ich habe, glaube ich, auch noch 2 gerade gemacht. Ich guck gleich mal. Ich muss noch ganz kurz das Neueste zu trinken holen, okay? Ich bin hier oben, ja, auf dem Dach. Ach, das.
Oder willst du Pause machen? Du bist ja auch schon ein bisschen am Stream, ne? Ja, ich habe aber zwischendurch auch Pausen gemacht. Ich habe auch Pause gemacht, bevor wir angefangen haben. Okay, dann hol ich dich. Mach mal den Kopfhörer weg. Essen, was wir dahin packen können. Ich habe noch nichts gegessen. Huch. Noch auf der Kurztaste. Das sind wir noch füllen. Sieht schon sehr spannend aus. So, bin wieder da. Sehr gut. Okay, also das heißt, wir brauchen jetzt Batterien und Knochenrüstung. Genau. Also okay. Hier brauchen wir Knochen. Mhm. Weil das lässt sich ja verbinden. Ja, finde ich auch. Wenn wir nämlich zu dem Flughafen, genau. Zu dem Heli-Absturzdings gehen. Da sind, glaube ich, auch Camps in der Nähe. Wobei das Heli-Ding ist ja, das ist nicht das Heli im Wald, sondern da oben. Fällt mir gerade ein. Ja, ja. Nee, was wir, glaube ich, meinen, ist da, wo die. Wo diese Golf-Dinger sind, oder? Nee, ich dachte jetzt die Heli-Abschussstelle im Wald. Weißt du was, wir gehen nach links. Dann kannst du das auch gleich gucken. Dann können wir gucken, was da noch so ist. Ich glaube, man kann auch mit dem Gleiter fliegen. Wir brauchen ja eh ein paar Batterien, oder? Ja. Wie viel Uhr ist es? Perfekt. Dann lass los. Warte, ich muss was essen. Dann komme ich. Ja. Dann stimmt. Alter, jetzt das zweite Mal kurz hintereinander, dass ich niesen musste. Oh, was ist los? Du meinst, hast du Allergie oder sowas? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Das habe ich aber schon die ganzen Tage. Ich glaube, das ist das Wetter, aber ich wüsste nicht warum. Dann denkst du immer, du bist krank, weißt du? So, wo bist du jetzt dann? Also ich bin. Gehst raus. Ja. Siehst du mich? Ich sehe dich. Okay. So fallen? Nein, noch nicht wieder alle. Die eine ist noch. So. Ja, passt. Ich komm. Ja. Bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt man sich ja, ne? Okay, das da fällt man leider noch runter. Okay. Doof. Du hast es geschafft, das ist sehr gut. Okay, dann da hinten geht's weiter. Wir könnten entweder schon hier mit dem Gleiter abspringen und dann vielleicht nach links, oder wir. Es geht hier hinten auch noch weiter. Können wir es ein bisschen angucken? Das ist eine gute Stelle zum Abspringen tatsächlich. Ja, da hinten ist aber auch noch eine. Da hätte ich gern die letzte Konstruktion noch hingemacht. Okay, ich guck mal.
weil das auch so schön erhöht ist. Und dann könnten wir, haben wir schon ein bisschen was umrundet. Also wenn da würde ich gerne noch was hinstellen, wo ich jetzt hinlaufe. Oh, das ist auch eine ordentliche Strecke bis dahin. Ja. Aber hier könnten wir jetzt eigentlich mit dem Gleiter abspringen. Also von hier könnte man das halt verbinden, diese Pose. Meinst du, das ist nah genug? Weil wenn es so weit weg ist, geht's ja nicht. Ja, aber das, also zu dem anderen oder nochmal eins dazwischen, aber von hier und dann nach da hinten, wenn du nach da hinten guckst, dann könnten wir einfach über die Schlucht. Und stell doch mal jetzt hier, glaube ich. Hier ist ganz gut, wenn du es hier hinstellst, oder? Wobei das ist der ganze Wald zwischen. Ja, das ist. Nicht zu weit an der Klippe. Dann lass uns das doch mal eben machen, weil wir haben hier direkt Bäume. Okay, warte. Die gerade eh sind. Warte. Ich guck mal. So. Wo ist denn die Kettensäge? Stimmt, du hast recht. Ich fang schon mal an, was zu fällen. Ja, ich komme auch. Okay. Ja, man muss trotzdem. Du musst es halt ein bisschen bewegen. Ich weiß gar nicht, ob das. Geht viel schneller. Geht das schneller? Ja, definitiv. Ein bisschen. Auch um einiges. Aber so viel Holz haben wir in so kurzer Zeit sonst nicht zusammen. Okay, ja, du hast recht. Das stimmt schon. Aber wir sind also ja auch zu zweit nicht. Ja? Okay. Ja, trotzdem, das hat schon was. Du mit deiner Ketten, mit diesem Kettensägengeräusch, ey. Ja. Okay, während du das dann zu Ende machst, dann gehe ich schon mal. Wobei, nee. Ah doch, ich kann schon hinschießen. Okay, perfekt. Dann verbinde ich das mal ganz kurz. Frage ist halt nur. Ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen durch die ganzen Bäume. Das sind zu viele Bäume. Da müssen wir wahrscheinlich einen Zwischenpost machen. Ich finde den vor allem jetzt gerade nicht mehr wieder. Ja, da müssen wir ein Zwischending machen. Weil das ist allein von der Höhe. 142, 151, 153. Ich fasse es nicht. Es ist gefatzt. Okay, na gut. Ach. Kann man nichts machen. Es wäre wahrscheinlich eh ein bisschen schwierig geworden. Da liegen ja sogar noch mehr Baumstämme. Oh Mann. Könnte ich ja eigentlich. Könntest du mal mir hier unten einen Baumstamm aufstellen, bitte? Also einfach so Baumstamm? Kurz. Ja, einfach so kurz, als dass ich das hinschießen kann. Ja, warte. Wo willst du einen? Da. Ja. Einfach aufrecht so. Ja, ich hole den mal hin. Zack. Ist tatsächlich auch der letzte. Hurra. Okay, danke. So? Ja. Durch wie viele Bäume? Das ist echt hoch vor allen Dingen. Oh, das. Ey, das funktioniert. Hier. Alter, ich kann nicht mehr. Das funktioniert!
Das ist echt gut. Außer, dass man in den Abgrund fällt. Das ist das Einzige, was nicht funktioniert am Ende. Das ist das einzige Problem. Ja. Au. Ja. Das ist echt weiter, als ich dachte. Aber, ey, das ist so cool. Das ist mega nice. Schade, dass Alter, ich nicht viele Hitpoints verloren, sehe ich gerade. Ja, du musst nicht, dass es auf deine Rüstung geht oder so. Nee, es ist nicht auf die Rüstung gegangen. Und mich ich habe den Schaden komplett gefressen. Sinn. Ach echt? Das ist mies. Ja, über die Hälfte der Hitpoints verloren. Oh verdammt, und ich stürz ab, ich stürz ab, ich stürz ab. Ich kann nicht mehr, Alter. Oh Gott, okay. Begeisterung. Erstmal Medizin. Boah, ich rutsch die ganze Zeit umher. Ich höre nicht mehr auf, hier runter zu rutschen. Oh, Medizin. Auch nicht ganz ungefährlich, dieses. Ja, wir müssen das. Das ist auch echt hoch hier zwischen den beiden. Das ist halt auch die Testfahrt gewesen. Krass. Uah. Ich meine, so ein einfacher Baumstumpf reicht völlig. Wir machen das ja nur mit dem Plateau, wenn das manchmal. Also manchmal muss es ja höher sein, so wie das Ende von dem, weil sonst wäre das jetzt gar nicht möglich gewesen. Also eins muss meistens immer höher sein. Boah, ich komme da nicht mehr hoch, das gibt's doch nicht. Das ist so steil hier. Krass. Sollen wir einmal komplett außen rumlaufen? Ja. Ach, und hier sieht man die Lager. So, in der Hoffnung, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Mich hat es gerade richtig gegen diesen einen Baumstamm hat es einfach geknallt und dann bin ich nach hinten die Klippe runter. Ja, super. Aber bei dir ist das nicht passiert? Oder was? Ich bin auch abgestürzt, aber... Ist auch abgestürzt. Okay, man muss das ein bisschen unterbinden. Ich habe jetzt irgendwelche Tasten gedrückt. Mhm. So, okay, wir können von da, wenn du magst... Flocky. Hui. Nice one. Mhm. Also da vorne sind Lager. Okay, ich folge dir einfach. Hier ist qualmt. Ich muss mal gerade gucken, wo wollen wir denn hin? Ja, wollen wir sonst einfach dahin? Aber da, wir suchen Batterien eigentlich, ne? Ach so. Warte mal. Was ist das denn? War das denn? Natürlich. Ist was hast du gemacht? Liegt mein Kleid schon bei dir oben? Ja, der liegt hier. Okay, dann kann ich den wenigstens wieder einsammeln. Ich habe gerade verstanden, liegt mein Kleid schon bei dir oben? Und ich dachte, hey, warte mal, was? Ich glaube, das Problem ist, dass die Absprungstelle... Probier's mal, ob das bei dir geht oder ob das jetzt nur bei mir. Du musst noch ein bisschen noch eins machen, weil sonst... Von hier unten. Oder man jumpt halt von hier so. Ja. So. Durch den Schnee und so war wieder sehr cool. Nebel, Wolken. Wir sind echt hoch. So, weißt du wohin oder? Bist du so schnell? Wolltest du zu den Lagern oder? Eigentlich suchen wir Batterien. Ja, die sind ja meistens. Da unten ist das Masupilami-Haus. Oh mein Gott, ist das cool. Und? Oh Mann, Rohrwürmer, Timan. Ja. Balu und seine Crew. Yeah, jetzt pass mal auf. Ist das der Wasserfall, den ich brauche? Nope, das ist ein anderer. Schade. Na gut. Nein! Bist du gelandet? Ja.
Boah. Ups. Wo ist der Kleiter hin? Bleib hier. So. Toll. Ich bin im Wasser gelandet und muss jetzt erstmal hier irgendwie hochkommen. Super. My way. Seit wann können die schwimmen? Kommt drauf an, welche das sind. Okay, gerade eben. Ich habe hier gerade was im Wasser schon gesehen. Oh. Das sieht nicht aus, als konnte sie schwimmen. Ja, nicht lange zumindest. Das Wetter ist irgendwie sehr seltsam. Fast keine Wolken, aber Gewitter. Ja, finde ich auch. Hier gibt es ja immer die Elche. Aber so viel Fleisch gibt das auch nicht, oder? Aber Fell. Stimmt. Na? Ich glaube, ich habe gerade einen Frosch von seiner Seerose weggeballert, als ich dran vorbeigeschwimmen bin. Mittendurch einfach. Warum wundert mich das nicht, dass selbst Kermit vor dir kein Erbarmen findet? Nee, das Blitzgedöns, das kommt von den Sodafit-Teilen auf dem Berg. Deswegen auch der Regen. Ich wundere mich nur, warum das aktuell so stark anzieht. Könnte vielleicht daran liegen, dass wir jetzt schon nach Tag 60 sind. Ja, aber... Und der Typ meinte ja auch, uns brennt die Zeit davon. Stimmt. Aber wird das nicht, wird's nicht auch langsam wieder Herbst oder so? Ich bin genau, das hat aber damit, glaube ich, nichts zu tun. Der ist echt nicht ohne, der Elch. Der hat mich schon ein paar Mal von den Füßen geholt. Schöner Ausflug hier. Muss man schon sagen, ne? Das ist richtig. Das ist eine nice Stelle hier. Das Problem, wir müssen weiter fliegen. Also ich finde kein Camp. Wir brauchen irgendwie... Ich glaube, dass bei uns auch in der Nähe irgendwo eins ist. Aber wir sind noch nicht oft genug dorthin gekommen. Nee. Es ist nämlich 14 Uhr schon. Wir sollten hier mal wieder abspringen irgendwo und fliegen. Mal ganz kurz gucken, ob man das hier irgendwo machen kann. Vielleicht... Was meinst du? Mit Anlauf und... Ja. Weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. Könnte funktionieren. Probier's mal. Ja, ich hole das Ding mal raus. Uah. Das war nichts wirklich, das war nix. Was? Geronimo! Oh, hat geht. Funktioniert bei dir? Ja. Bei mir immer noch nicht. Anlaufen und, also mit Rennen und dann springen. So, da hinten qualmt was. Okay, hat bei mir auch funktioniert. Ja, dann... Da unten sind Caddies. Vielleicht sind auch Batterien. Sturzflug! Eieiei. Ah. Nee. Sind keine? Hier noch mehr. Hier ist eine Kiste drauf. Ich komm. Toll. Da sind Batterien. Juhu. Okay. Jetzt zwei. Ich brauche vier. Ich komme, dann habe ich ja auch zwei. Weiß ich nicht, ob die für dich auch nochmal da sind. Musst du mal gucken. Ja, ich sehe die schon hier vom. Sehr gut. Dann haben wir nämlich genau die, die wir noch brauchen. Gut.
Gibt's ja sonst noch irgendwas? Ja, in den Kisten war noch was. Okay. 14:42. Lass mal zurückgehen. Und dann das Rumble machen. Achso, können wir nicht wegen... Halt! Wir wollten doch Knochen haben. Wait. Vielleicht sollten wir doch einfach hier verweilen. Was meinst du? Nee. Lass mal zurück. Wir können ja jetzt, wenn wir die beiden... Achtung! Wenn ich im Inventar bin. Natürlich. Du wolltest Knochen haben. Die laufen hier rum. Ja, deswegen sage ich... Können wir eigentlich hier bleiben. Wenn wir die überfahren, haben wir doch auch schnell Knochen. Also haben wir doch auch. Ja, aber das haut ihn nicht direkt um. Hast du Stöcker für ein Feuer? Ja, aber ich muss ganz kurz hier. Oh. Wieso? Das funktioniert so nicht. Doch, das funktioniert. Ihn rumfährt die ganze Zeit. Ich brauch halt nur ein bisschen. Er setzt sich da jetzt erstmal hin und guckt dir zu. Ey! Der ist durch mich durchge... Ja, aber der liegt jetzt, glaube ich. Ich glaube, den hast du erwischt. Ja, das bringt zu nichts. Ja. Wir müssen kämpfen. Mach mal, da kommen noch mehr. Wo? Ich würde gerade sagen, mach mal ein Feuer. Okay, ja, kann ich machen. Wo hier? Ja, die heult jetzt. Ja, ja. Okay. Die betrauert den jetzt. Nummer 1. Gibt es irgendwelche Bunker eigentlich, die wir noch nicht haben? Safe. Okay. Ich höre schon wieder ein Heli. Ja. Hast du die andere genommen? Ich bin gerade hier auf der Seite. Uah! Da ist noch einer. Da hinten. Ja, da oben. Ja, ja, ich sehe es. Machen. Wir wollten Knochen. Ich glaube, das ist mehr als genug. Da ist sogar noch jemand. Kann nicht mehr Knochen daneben tragen. Aber wir können ja, wir müssen halt einfach auf dem Weg jetzt schon Knochenrüstung machen. Ja, dann, natürlich. Dann ist das... Deswegen habe ich auch alles mit. Aber es ist trotzdem ein bisschen aufwendig, das Ganze hier. Mhm. Also wir müssen auf jeden Fall bei der nächsten Wave dann die sofort... Ja, ja. Ich höre schon wieder was. Ja. Klingt nicht gut. Oh. Fuck. Das sind die Dämonen. Nee, oder? Jetzt mal das Kreuz raus. Uiuiui. Die brennen so schön dann. Da kommen einige. Das ist Tag 60. What? Oh, sind das viele. Scheiße. Du musst halt ein bisschen aufpassen, die ja diese Hinterbeine so nach vorne schnellen lassen. Die verbrennen ich! Du musst das richtig nutzen. Also du musst richtig... Was nutzen? Wie ein Angriff... Wie, als wenn du schießen willst oder sowas. Achso. Und dann mehrmals. Ich glaube, dreimal brauchen sie. Bis sie dann ganz hin sind. Das ist ja furchtbar. Ja. Junge, da bin ich ja wahrscheinlich schneller mit dem Katana, aber wenn es doch so viele... Was, hinter dir, hinter dir? Ja, ja, ja. Wir müssen hier weg. Nein, jetzt nicht. Jetzt holen wir erstmal Mutantenrüstung. Ach so, ja, okay. Und die Knochen. Ja, aber Knochen, Rüstung. Ich kann... Ja, ja. Es wird halt jetzt, glaube ich, nicht weniger. Also ich habe gerade angefangen, welche zu basteln, aber dann wurden wir angegriffen. Ja, das. Ja, insofern. Das, aber es macht halt wenig Sinn, wenn wir beide gleichzeitig im Inventar sind. Das ist zu gefährlich. Das erstmal.
Ich habe kein Seil mehr. Du? Bestimmt. Ich habe aber auch generell noch Zeug. Knochen. So, das hat das Spiel schon nice gemacht, dass man jetzt quasi das so machen muss. Also du musst jetzt quasi kämpfen. Du kannst ja auch nicht für immer verstecken, wenn du quasi mit der Story weitermachen willst. Ja. Dann. Du musst ja auch. Wir müssen auch in bestimmte Höhlen noch, um weiterzukommen. So, was fehlt mir? Seil. Ja. Mir auch. Mist. Ja. Können wir noch ein paar Knochen mitnehmen? Nee, Schädel nicht. So. Ja, dann. Da hinten rennt auch schon wieder was rum. Es ist gar nicht so weit von uns entfernt, aber trotzdem habe ich über dieses Gebiet hier absolut keine Ahnung. Du? Nö, aber dafür haben wir die Karte. Ja, aber so vom... Man ist hier selten. Oh. Das ist richtig. Aber... Das ist dann ja auch jetzt so, dass wir ungefähr wissen, wo man Batterien finden kann. Und Gegner. Ja, wir sind auch nicht alleine hier. Ja. Natürlich nicht. Oh. Das ist mal vorhin gegen den Baum gelaufen. Oh, bitte sag mir, dass das dieser Wasserfall ist. Oh, Flocky! Das ist der Wasserfall. Was für ein Wasserfall? Oh mein Gott. Warum suchst du den eigentlich die ganze Zeit? Ja, weil ich will dir was zeigen. Hier ist eine Kiste. Toll, noch mehr Knochen. Jetzt brauche ich keine mehr. Ach! Noch mehr Kisten, noch mehr Zeug. Ich sehe schon. Seil. Hier müsste eigentlich ganz ehrlich die Winterjacke sein. Was soll das? Seil, 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 Seil. Seil ist gut und wichtig. Nice. Hier ist eigentlich die Winterjacke, aber hier ist... Haben wir die schon eingesammelt? Weiß nicht, was für eine Winterjacke du meinst. Nein, eine ganz normale Winterjacke, einfach für den Winter. Hatten wir bisher nie. Also hier liegt viel Zeug rum. Huch. Taktische, nee, wir haben die noch nicht. Das muss eigentlich hier sein. Wieso ist das nicht? Ist immer noch ein Stück Knochenrüstung, weil ich wieder Seil gefunden habe. Ja. Wenn es nur eins war. Dann mache ich auch gleich nochmal. Jo. Hier waren auch noch Knochen, meine ich. Ah ne, die waren oben in der Kiste. Ja gut. Ah, Virginia ist hier. Es ist 17.35 Uhr. Ja, man merkt es auch. Es wird dunkel. Lass mal, wir haben das Haus da hinten, in dem wir im Notfall schlafen können. Können wir auch hier im Zelt. Ja, aber da kommen auf jeden Fall nachts Gegner. Also da hast du keine Ruhe. In einem Haus ist
Die Wahrscheinlichkeit vielleicht 50-50. Hm, das glaube ich nicht, dass das einen Unterschied macht. Doch, doch. Doch, es heißt, wenn man draußen schläft. Und das ist ja nicht draußen. Aber andererseits, ich glaube, in unserem... Ich glaube, es ist alles draußen, was nicht im Bunker ist. Ich glaube, mit unserem fortgeschrittenen Tag ist wahrscheinlich jeder Tag ein Problem. Aber da haben wir auch ein bisschen den Fluss, wenn wir es bis dahin schaffen. Taschenlampe in die Hand nimmst, mir zum Dunkel. Ja, ich auch. Ah, beziehungsweise, das geht ja nicht. Ich muss ja... In der Hoffnung, dass dieses M unser M ist und nicht irgendein anderes M. Da es nicht blinkt, müsste es das sein. Da, hier, das ist das mit den vielen Fischen. Und dann schnell schlafen, weil sonst spawnen die sowieso so schnell. Halt. Ich komm nicht rein. Wo ist die Tür? Die ist weg. Hm? Wir haben keine Tür mehr. Doch, bei mir ist sie noch da. Ich mach die jetzt auch zu. Okay. Ah, ja. Dann schlafen. Ja. Nice. Haben wir Glück gehabt. Speichern. So. Hä? Ja. Oh. Das war ein Waschbär. Ich habe mich auch gerade gewundert. Ja. Vielleicht finden wir auf dem Rückweg noch was. Ich meine, wir haben auf jeden Fall jetzt Batterien. Das war schon mal gut. Ein bisschen Knochen haben wir auch. Ja. Komplett viele Achtung, Knochen. Finger links. Hier unten könnten noch Seile liegen. Das brauchen wir ja auch. Oh, hier ist auch nochmal ein Heli. Das ist immer gut, weil wir brauchen jetzt wieder Seile. Da liegt eins. Ja. Nice. Munition. Aber diese Jacke haben wir nicht gefunden. Ich wollte eigentlich da die ganze Zeit hin. Hm. Irgendwie werden wir von diesem Waschbär verfolgt. Wir sind gleich. Müsste jetzt nicht eigentlich hier über diesem Fluss unser Zuhause kommen? Nein. Doch, doch. Oder? Das ist in die andere Richtung, oder? Nee, das ist schon hier. War doof. Schon hier. Aber ich glaube, es kommt noch ein Fluss und dann, ja, das ist der hier. Okay. Zu Fuß ist es dann doch irgendwie wieder alles sehr weit, wenn man ja. Seilrutschen irgendwie gewohnt ist. Und mit dem Gleiter kommst du auch schnell irgendwo hin. Das stimmt, ja. Oh. Ups. Bin ich gehüpft und auf einmal war ich im Wasser.
Long Way Home. Da. Mhm. Da ist es. Du hast Hunger. Ja, ich auch. Wir sind gleich da. Zum Glück haben wir das hier. Oh mein Gott. Ey. Ja. Okay, ich dachte gerade, wir haben Besuch, aber irgendwie sahst du so komisch aus. Aber das ist nicht leicht. So, was haben wir denn jetzt? Da fehlt uns doch noch, auch noch was. Nach. Balancieren, ne? Kriegen wir das auch mal gut. Battery. Ja, muss doch noch rein. Ich können wir weitermachen. Jo, ist auch wichtig. Fleischstrom, das ist ja wild. Hast du Stöcke? Vier brauchen wir noch. Einer fehlt. Ey, das ist... Unten haben wir aber welche. Das ist unglaublich. Ja. Dass immer eins fehlt. Nicht zwei, nein, eins. So wild, wie sehr nach Kraut und Rüben unsere Base aussieht, aber es passt trotzdem alles. Mhm. So, und jetzt? Da kannst du jetzt das Katana reintun. Aha. Glaube ich. Ja. Und das Zeug musst du noch irgendwie rein. Auch noch. Aber wo? Ah. Ja, hab schon. Hä? Nicht zu viel. So, und jetzt? Nimm mal das, was du daneben geworfen hast, noch wieder. Und jetzt, dann ist da vorne der Anschaltknopf. Alter! Das Masterschwert von Link. Zelda. Wir haben es gefunden. Mal gucken. Dir fehlt ein bisschen Rüstung, mir auch. Rüstung. Ich kann jetzt noch was da reinlegen. Ja, ich hab grad, wir haben schon 6. Jetzt haben wir 10 von 10. Guck mal, das auch noch anschmeißen. Ja, warte, lass erstmal mein Katana. Ich brauche da zur Verteidigung. Alter. Jetzt seht ihr es wieder. Bei der Power von Grayskull. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der ganze Schädel hier. Wo bist du? Lucky! Ich bin hier bei dir. Guck doch gerade, ob wir Besuch bekommen. Ja, links. Ja, ich muss warten, bis das hier fertig geköchelt. Ih, das ist ja richtig komisch. Hier wieder so eine Anemone so da laufen dabei. Boah, die ist gerade ins Camp reingesprungen. Fuck. Ja. Ich bin. Da hinten ist so ein Stilling. Gleich und fertig. Aufgespießter Finger. Hoffentlich. Wo ist das Viech? Hier unten. Das Viech kann leider sehr weit springen. Okay, also das löst auch die aus. Ja, ja. Mhm. Klar. Okay. Ist da noch eins drin hier? Ja, ja, die Anemone ist noch drin. Die anderen laufen. Uah. Nein, abstürzen. Nicht runterfallen. Ich häng fest. Jetzt bin ich unten. Fuck. Alter! Oh mein! Ja. Oh mein! Ich glaube, die Anemone ist wieder rausgehüpft, kann das sein? Ich weiß nicht. Bist du noch drin? Alles okay? Ich bin hier oben, ja.
Die rotieren ja richtig da unten. Die rotieren ja richtig. Die Zwillinge sind schnell. Oh, das. Ah, da bist du. Armbrust hat ja auch ganz gut geholfen. Wo ist denn Virginia? Die sind alle nicht da. Das Gefühl, ich... Aber die Anemone ist da hinten irgendwo lang gelaufen. Ich weiß nicht, wo die geblieben ist. Ah, die tun sich gerade ein bisschen tot. Gegenseitig gerade. Nee, da sind ja Spieße überall. Das ist echt sehr gut. Zack. Der glitscht sich rein wie so ein Zappelfisch. Das ist alles tot. Ja, bei alles, mir glitscht alles, das noch. Okay. Alles, was hier unten ist, ist tot, aber das Anemonenviech ist nach hinten gelaufen. Bei mir glitscht das noch. Nach hinten, wo? In unser Ding. Ja, in die Richtung. Nee, das ist in die Richtung hier gelaufen. Ich weiß nicht. Okay, wir sollten genau. Die Rüstung. Das existiert noch. Das Gute ist, der Regen füllt jedes Mal unsere Welt auf. Ja, ich gehe jetzt raus und hol mir die Sachen. Komm, du auch. Ja. Also an Mutantenrüstung ist sehr gut bedient. Ja. Neue Speere da rein, die hier so überall rumfliegen. Nee, das ist ein Bolzenpfeil. Ja, auch. Mal selber komplett reinglitschen in das Viech. Ups. So. Falle wieder aufstellen. Hinten habe ich ein Feuer gemacht. Ja, das sind Mutanten. Das. Ah, doch, nee, ein paar kann man da hinten schleppen. Ja. Aber auch nicht viel, leider. Ah, hier sind noch mehr Beere. Können da auch wieder rein. Zack, zack. Also der ganzen Bolzenpfeile gedönste, die fliegen hier auch noch rum. Ja, ich mache mir gerade ganz kurz so eine neue Rüstung für da oben die Maschine. Ist ja voll. Ja, aber... Hä? Ach, wir brauchen wir jetzt gar ja keine mehr. Nee. Achso, ja gut, dann habe ich jetzt gerade noch einen eingesammelt. Ja, schadet ja nicht. Bolzen. Weißt du, hast du irgendwo... Weil ich finde die gerade nicht. Ja, hier so. Hier fliegt das alles rum. Mhm. An der Wand, hier an der Mauer. Da. Ja, okay. So. Okay. Gut. Ja, wir haben ja einiges an Werkzeug, was wir noch verbessern können, beziehungsweise an Waffen, ne? Ja, jetzt gucken wir mal dieses Katana. So langweilig wird uns nicht. Nee. Man gebe mir das Master Katana. siehst du? Ja. Alter. Schön. Sollen wir gleich deins reinmachen? Wenn wir schon dabei sind? Oder vielleicht mal... Ich glaube, das bringt aber nichts bei dem... Doch, Solafit müssen wir noch reingetan. Ja, aber die Schrotflinte? Nee, warte. Nee, mach Katana oder irgendwas. Die Axt. Warte, ich muss kurz meinen Kopfhörer noch einmal ganz kurz ab...
jetzt bin ich wieder da. Brauchen wir noch irgendwas? Solafit. Ja, warte. Hast du noch welches? Ja. Ja. Ich hab meins nämlich alles ins Regal gelegt gehabt. Ja, warte. Ist das nur... wir brauchen noch 4. Ja, liegt im Regal, wie gesagt. Kannst du das sonst kurz holen? Ich bin mal da runter, aber das ist ja Quatsch. Holst du das eigentlich gerade, oder? Nein. Ich dachte, du machst das. Aber jetzt bin ich eh und ich dachte, du machst das. Okay. Uah. Lass mal reinkommen. Wie viel brauchen wir, hast du gesagt? 4, okay. Das muss man sich... Da musst du dir dein eigenes Solarfit holen. Nein, ich musste gerade was essen. Ja, ist gut. Bist du bereit für einen Doppel-Rumble? Jetzt wird's lustig. Ja. Nicht schon wieder abrutschen. Ich hänge dann vor allem immer hier in der Luft fest. Weil ich irgendwie an der Fackel dann, glaube ich, hänge. So. Ready? Ja. Eins. Zweig. Zwei. Alter. Wir sind so des Todes. Ja. Hast du gerade aufgehört zu regnen, ne? Alles andere wäre ja auch langweilig. Ja, das stimmt. Das wird jetzt mal Zeit. Links kommen sie schon. Wo? Ich sehe noch nichts. Drei Anemonen. Ach du Scheiße. Flocki! Das ist schon etwas extrem alles. Aber wenn so viele sind, kann ich eigentlich auch mal eine Granate werfen, oder nicht? Wow. Die springen halt sehr hoch. Ja. Da unten. Aber ich glaube, wir haben uns das schon hier ganz gut aufgebaut, dass wir nicht noch höher kommen. Ja, definitiv. Aber die kommen schon hier hoch, manche. Das sind eigentlich auch die Viecher. Guck mal, die so kommen. Ja, ich werf gleich noch mal eine Granate raus. Brauchst du nicht. Eine ist schon tot. Ja, aber siehst du die da draußen, die neuen, die da kommen? Siehst du das? Okay. Ja, gut. Wenn die auf einem Fleck sind, dann werf ich, aber ich warte mal kurz so ein bisschen ab. Ah, die gehen in die Falle rein, obwohl die nicht mehr ganz scharf ist. Ja, richtig. Das ist so gut. Das macht nichts. Die laufen trotzdem gegen und spießen sich trotzdem auf, egal und ob die jetzt voll schwingt oder nicht. Und das Gute ist, die werden auch separat abgehalten durch diese einzelnen Wellenbrecher da hinten. Ja. Das ist auch gut. Jetzt kommen die Marsmenschen. Alter, stell dir mal vor, wir hätten das alles hier nicht. Junge. Die kämpfen sich gerade gegenseitig. Ja. Aber eine von der Anemonen müsste noch im Lager sein. Meine ich. Ja, ist auch. Ich weiß nicht wo. Nee, liegt unten tot an der Fischreuse. Vielleicht auch. Ja, das ist die eine. Achso, da muss noch eine zweite sein. Okay.
Guck mal hier, voll gut, die bekriegen sich, das können sie ruhig machen. Ja, deswegen ist es eigentlich schon sinnvoll, beides gleichzeitig zu machen. Ey, das ist so, also ganz ehrlich, bist du nicht auch stolz hier auf das alles? Weil schon. Schon ziemlich gut. Mhm. Ach doch. Ich weiß nicht, wo die zweite ist. Die andere hat da hinten auf jeden Fall ein paar Probleme. Mhm. So wie es aussieht. Mhm. Was? Irgendwie schon wieder fast, ne? Ja. Mal. Wolltest du eigentlich nicht das goldene Katana oder was? Ich kämpfe meistens mit der Axt. Mhm. So, ich nehme schon mal die Rüstung mit. Aber solange wir Solafit haben, mhm, ist immer wieder die gleiche Ecke, ne? Absturz, ouch. Ne, ich glaube, die andere ist entweder despawned oder ertrunken oder keine Ahnung. Mhm. Huah! Nichts gesagt. Gut. Ist Viech. Bist du gerade draußen und kämpfst gegen die Anemone? Nein, ich war drin. Oh, Jesus. Okay, sollen wir einsammeln oder ist sie immer noch da und wabbelt rum? Die Sachen, die spawnen ja sogar schon. Ich pack gerade die goldene Rüstung, die zweite noch rein. Mhm. Das eine ist eine Vogelscheuche und das andere ist ein Rüstungsständer, oder? Das ist doof. Also wir brauchen eigentlich jetzt nur noch Solafit, oder? Sehe ich das richtig? Also wir... Ja, für alles, was wir sonst noch so aufstellen wollen, klar. Wenn also wir noch was verbessern wollen. Für dieses Rumble-Zeug jetzt. Ja, genau. Also wir brauchen jetzt Weil Rüstung brauchen wir nicht mehr. Okay. Na dann. Könnte man zwar noch machen. Hm? Für Ersatz oder so. Aber. Ich glaube, wir sind erstmal gut versorgt. Ich leg die andere goldene Rüstung jetzt erstmal ins Regal, weil ich die nicht aufgestellt bekommen habe. Ist das wirklich eine Vogelscheuche? Ich dachte, das ist auch ein Rüstungsständer, okay. Ja, dann ist es jetzt eigentlich nur noch eine Solafit-Abtragungsmaßnahme, oder? So. Naja, uns fehlen noch Artefaktteile. Ah, wir haben noch nicht alle Artefakte. Okay. Nee. Überlege gerade. Und wir müssen auch noch die eigentliche Rüstung finden, mit der wir da reinkommen. Das ist nämlich nicht die. Das ist nochmal eine andere. Und das ist eine Spezialhöhle auch, mitten im Gebirge. Die kann man wohl anscheinend von zwei Seiten erreichen, rechts und links. Und das, da ist wohl ordentlich was los. Okay. Aber bis wir so weit sind. So, klar, wir haben bestimmt noch ein Stück rumfliegen. Irgendwo. Und wie oft kann man das hier machen? Also das kannst du halt so oft du willst. Solange du Solafit hast. Ja, aber dieses Rüstungsding für die goldene Rüstung ist ja eigentlich nur für zweimal benutzbar, oder wie, oder was? Nein. Nicht? Wir haben es jetzt nur zweimal gemacht, damit jeder von uns eine vollständige Rüstung hat. Okay. Du kannst das auch noch öfter machen, wenn du willst. Ja, aber bringen tut das ja nichts dann im Prinzip. Das ist halt die Rüstung geht auch irgendwann kaputt, aber sie hält halt deutlich mehr aus. Ah, okay. Was? Das ist es eher. Wie lange kann... Es ist 16 Uhr. Wie lange... Also es ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich langsam mal aufhöre. Mhm. Ja.
auch einfach alles so warm ist. Ja, ja, klar, natürlich. Ich räume gerade Sachen ein noch hier. Oh, ein bisschen Platz für Kram. Hm. Ja, ein bisschen Lager füllen. So ein Ding. Ja, dafür haben wir doch die ganzen Regale. Das stimmt. Die Zeit ging jetzt wieder ultra schnell rum. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen leider später wegen mir angefangen, aber trotzdem war es wieder sehr schnell. Das ist richtig. Ja. Was wäre das ein Zeug haben mittlerweile? Mhm. Man kann auch immer noch mehr hinzufügen, gefühlt. Das stimmt. Hast du eigentlich deine Axt eingesammelt, deine goldene? Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, das sollte ich gleich mal tun. Hier braucht kein Mensch eigentlich, was wir hier an Sprengstofflagern haben. Sprengstoff haben wir ja auch bisher noch nie benutzt. Für die Haftbomben manchmal, für diese Viecher, die dann da in der Höhle sind, aber das ist halt selten. Mhm. Oh, Seilrutschenseile. Was ist das? So, wie sieht die denn aus? Ei. Was? Die Axt. Alter. Nun. Das Lachen sagt alles. Der Schlitten ist jetzt auch fertig, endlich. Sehr gut. Sollen wir dann speichern, oder? Ja, ich guck gerade, ob ich noch was weglegen kann. Ja, der Schlitten, der ist dafür da, dass du Material drauf transportieren kannst. Genau, ne? Ich glaube, der ist eigentlich für so große Vorhaben gar nicht schlecht. Wobei, ich meine, wir haben es ja super gut mit dem Fluss und so. Das ist richtig. Oh, hab ich noch einen Schädel da hinten? Man hat hier immer so viel zu tun, ey. Man kommt zu gar nichts richtig. Das stimmt. Was mir nämlich gerade einfällt, es gibt hier jetzt auch diese Lager. Waffenregal, Waffenhandhalterung, Pfeillager. So. Und da könnte man doch dann zum Beispiel die überschüssigen Armbrustbolzen draufpacken. Ja, kriegen wir das hier irgendwo hin, hier vielleicht. Du stehst genau da, wo ich den platzieren will. Brauchen wir denn Äste? Hast du noch Stöcker? Die Krätze. Wir brauchen noch zwei. Wo ist Calvin eigentlich schon wieder? Wir müssen jetzt. Ich wollte das jetzt eben noch schnell ausprobieren, meine Güte. Da ist einer. Zwei brauchen wir, hast du gesagt. Ja. Da hinten ist auch. Das ist doch nicht mehr. Ich hab's Tor offen gelassen. Ja, ich bin hinter dir. Da ich stecke im Wald liegen, oder nicht? Da liegt nur ein Speer. Geh den immer auch mit. Ach, da bist du, Calvin. Ja, Daumen nach oben. Okay, ich hab einen. Sehr gut. Flocky, wir wollten doch jetzt eh ausmachen. Ja. Ja. Ich komm. Ich wollte eine Axt, das ist cool. Mhm. Vor allem sieht es so ein bisschen aus, als wäre die einfach mit goldener Farbe so ein bisschen lackiert, aber nicht richtig gut. Wir brauchen Baumstämme, ja.
Traumstimme. Zack. Das ist wahrscheinlich viel zu viel jetzt. Nee, falscher Raum. Ah! Das reicht schon. So, und jetzt? Ja, ich sehe gar nichts, weil du in meinem Inventar bist. Super. Ja, ja. Da. Armbrustbolzen. Das ist voll nice. Wird sich eigentlich anbieten, das ganz oben aufs Dach zu stellen? Fällt mir gerade so ein. Schon. Weil da schieße ich ja dann auch runter. Also du machst ja meistens mit deiner Waffe und ich dann damit, oder? Cool. Mal gucken, wie das aussieht. Das sind jetzt so die kompletten... Ja, ich probiere es gerade wegzunehmen. Ich mal die beiden Baumstämme wieder so. Zwei komplette Stacks quasi von uns beiden. Ja, das macht oben für so einen Ausguck ziemlich viel Sinn. Ja. Jetzt wird's militärisch. Das stimmt, da hast du recht. Ich musste gerade so ein bisschen an die Elfen denken, die bestimmt ihre Pfeile auch immer da dann an den Schießstarten stehen hatten. Ja. Okay, dann mal speichern. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich wieder das Gefühl habe, wir könnten noch so viel machen. Ja, es das ist sowieso. Jedes Mal dasselbe. Dann speichere ich jetzt mal. Hab's gemacht. Jo. Und dann. Nice. Raus. Super gut. Es gibt so viel zu tun noch, oder? Immer. Immer. Okay, dann vielen Dank. Danke auch, dass du so geduldig warst, trotz dieser Probleme und so. Ja, ne? Klar. Dann, wir hören und sehen uns quasi im Spiel wieder das nächste Mal. Genau. Alles klar. Mach's gut. Ja, ciao. Ciao, ciao. Ich mache hier auch aus. Heute Abend gibt's noch GTA, solange mein PC das erlaubt. Gab ja ein bisschen Audioprobleme und hier heiß, zu heiß und so deswegen. Aber das war ein nicer Stream. Bis zum nächsten Mal.